Ich habe gesagt, Elon Musk ist derjenige Mensch, als einzelner Mensch, der als meisten dazu beigetragen hat, dass die Ukraine nicht überrollt wurde. Dann macht YouTube schnell den Kanal dicht oder läuft das Video. Das ist ja so eine Sache. Also man sieht, wie schwach Europa ist, dass Europa quasi ausgeschaltet wird. Ja, dann ging es Richtung Weltkrieg. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem sehr spannenden Gast. Er ist einer der bekanntesten Ökonomen des Landes, Fondsmanager und mehrfacher Bestsellerautor. Herzlich willkommen, Professor Max Otte. Freut mich sehr. Schön, Otte, dass ich hier sein kann. Sehr schön, hier Sie im Studio zu begrüßen, dass wir endlich mal wieder miteinander sprechen. Zum letzten Mal war es im Januar 2021, da war die Welt auch schon im Umbruch, da kannten wir Corona schon, aber in der Zwischenzeit hat sich einiges getan, da wollen wir drüber sprechen. Also ob jetzt ja dieser Weltsystemcrash kommt, ob wir schon mittendrin sind. Wir müssen auch noch über ein unangenehmes Thema sprechen, das verschieben wir ein bisschen nach hinten und dann wollen wir natürlich mehrheitlich über die Börse sprechen und da fangen wir gleich mal damit an. Ja, die letzten Tage sah es jetzt deutlich freundlicher aus, das ist natürlich die Frage, die sich viele stellen und ich muss sagen, ich erwische mich auch immer bei diesem Reflex, wenn es gut läuft, dass man sofort denkt, oh, da stimmt doch was nicht, muss doch eine Bärenmarkt-Rallye sein, oder? Also wir sind fast voll investiert jetzt, wir hatten noch ein bisschen Liquidität, da haben wir wieder was von nachgelegt, jetzt ist nur noch ein ganz kleines bisschen Liquidität da, wir können falsch liegen damit, wir können richtig liegen, also was ich eben als Grundargument dafür ansehe, dass man jetzt zumindest dabei sein muss, vielleicht nicht so massiv wie wir, aber dass man auf keinen Fall jetzt das verpassen sollte, ist, dass die Bewertungen mittlerweile wieder im Mittelfeld sind. Für vieles, zum Teil auch billig, manches nicht ganz so billig, aber eigentlich wirklich normal moderate Bewertungen da sind, dass wir mittlerweile seit 13 Monaten in einem Bärenmarkt sind. Die letzten beiden waren so klassische ganz spitze Vs. Jetzt haben wir doch 13 Monate ein Erodieren gehabt. Und dass mehr als die Hälfte der stärksten Tage zum Beispiel im S&P 500 in Bärenmärkten waren. Wenn Sie da nicht dabei sind, dann verpassen Sie es. Dann geht es einmal rauf, das merken Sie gar nicht, und zwar kräftig rauf, und dann bleibt das so, und dann geht es vielleicht ein zweites Mal rauf, dann fangen Sie an, darüber nachzudenken. Und dann warten Sie vielleicht auf die Korrektur nochmal, und dann geht es weiter rauf, und dann haben Sie 20-30% verpasst. Also Charles Schwab hat das mal studiert, auch in einer, oder nachgeprüft in der Studie mit Depots seiner Anleger, ist natürlich vielleicht nicht ganz hundertprozentig objektiv, aber trotzdem, diejenigen, die ganz draußen sind in solchen Bärenmärkten, die verpassen nachher sehr viel. Jetzt wurde Ihnen ja schon seit langem der Begriff Crash-Prophet zugeschrieben. Sie haben auch viele oder ein paar Bücher geschrieben, wo das Wort Crash vorkam. Sie haben natürlich auch schon erfolgreich davor gewarnt. Jetzt werden viele sagen, jetzt ist Max Otte voll investiert fast in dieser unsicheren Lage, wo so viele warnen, wo es so viele Risiken gibt. Woher kommt jetzt auf einmal der Optimismus bei Ihnen? Ja, was heißt Optimismus? Also es ist eher ein nüchternes Kalkül. Ist die Gefahr, nicht dabei zu sein, wenn es hoch geht, größer? Oder gibt es vielleicht doch nochmal einen Ausverkauf? Wir hatten ja keinen Ausverkauf. Wir haben so 13 Monate Bärenmarkt und das ist auch schon eine sehr deutliche Korrektur. Das ist ja das, was viele fürchten, so dass dieser große Washout noch nicht da war. Das kann passieren. Dann waren wir eben erstmal falsch positioniert. Aber wenn es einen Ausverkauf gab, dann werden die Kurse natürlich richtig billig. Dann dürften sie auch schnell wieder hochspringen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass bei 10% Inflation, da habe ich gerade Ihr letztes Video gesehen, die hört ja bald auf, wenn man Ihnen folgt da. Aber also bei diesen Inflationszahlen ist es natürlich auch nicht so prickelnd, Liquidität zu halten. Von daher finden wir wieder genug und grundsätzlich bin ich ja Börsenbulle. Das eine, die politischen Crash-Analysen, die ja meistens eingetreten sind, haben jetzt nur indirekt mit meinem Handwerk als Investor zu tun. Wir waren zum Beispiel in unserem ältesten Fonds, dem PI Global Value Fonds, der im März 2008 aufgelegt wurde, voll investiert. Und dann ging es in die Finanzkrise rein. Da sind wir erstmal 35% runter, also es ging 10% rauf, dann 35% runter und dann ging es 140% rauf. Warum waren wir voll investiert im März 2008? Weil ich als Stockpicker, als Value-Investor im März 2008 noch genug Aktien gefunden habe, die für mich von der Bewertung her okay waren. Das finde ich jetzt auch. Inflation müssen wir gleich drüber sprechen. Ich weiß natürlich auch nicht, was passiert, aber es gibt ja zumindest einige Anzeichen, in Deutschland eher nicht, aber zumindest in den USA, die Hoffnung machen. Da interessiert mich natürlich auch sehr Ihre Einschätzung. Welche Aktien haben Sie denn zuletzt gekauft?
Also wir haben Sixt aufgestockt. Okay. Wir sind ja gerade in München. Also was ist mit Sixt? Sie haben sich fast halbiert, sind Unternehmer geführt, sind so die deutsche Mittelständler, die wir zum Teil drin haben, wie auch Bechtle. Und Sixt hat natürlich in der Covid-Krise auch massiv Federn gelassen, weil natürlich Umsatzeinbrüche da waren, auch mal ein Verlust. Aber dieser Verlust ist natürlich in so einer Covid, also in so einer Krise, gerade für ein Mobilitätsunternehmen massiv. Nur, was eben passiert ist, ist, dass Sixt ganz gut durch diese Krise gekommen ist, weil es eines der besseren Unternehmen ist in der Branche oder vielleicht das Beste, während sogar ein großer amerikanischer Wettbewerber in die Insolvenz gegangen ist. Und damit konnte Sixt und können gute Unternehmen generell in solchen Krisen, auch wenn es erstmal auch für diese Unternehmen runtergeht, können sie Marktanteile ausweiten, können ihr Geschäft ausweiten und wenn es dann wieder raufgeht, sind sie ganz vorne dabei. Und das ist jetzt bei Sixt so gewesen, die haben wir jetzt zum Schluss aufgestockt. Jetzt haben wir zuletzt, ich habe schon angesprochen, im Januar 2021 gesprochen, da haben wir darüber gesprochen, ja, dass schon teilweise ein Wahnsinn an der Börse ist, dass viele Aktien heiß gelaufen sind. Sie haben auch gesagt, das ist so ein partieller Wahnsinn, partielle Überbewertung gewesen, aber Sie haben damals auch gesagt, es gibt durchaus Aktien, die attraktiv sind. Sie haben damals auch einen Run für möglich gehalten, wie ja, viele. Jetzt lief es ja dann nicht ganz so gut. Gut, nicht sofort, aber zwischendurch gerade dieses Jahr natürlich schlecht. Was haben Sie denn nicht gesehen? War es die Inflation? War es die Aktion der Notenbanken? Also warum gab es keinen Run? Ja, also wenn wir uns vor einem Jahr unterhalten hätten, da wäre es super, die Bilanz super gewesen. Wir waren mit unter den Fonds, die sich am besten vom Corona-Crash erholt haben, laut Trends in Asset Management. Und jetzt das letzte Jahr sind wir mit den Märkten runter, zum Teil sogar etwas mehr, was natürlich unerfreulich ist. Passiert aber auch einem Investor. Wir haben vor allem Federn gelassen, weil wir doch zu 10-15% auch in jungen Internetplattformen investiert waren und da scheint tatsächlich jetzt ein Markt komplett zu Ende gegangen zu sein. Wir sind da relativ spät raus, erst vor ein paar Monaten aus einigen. Sie sind noch weiter gefallen. Zum Beispiel zur Rose. Zur Rose. Genau. Die Können Sie mal ganz kurz sagen, was die machen? Ja, zur Rose ist Schweizer Versandapotheke, ist die Muttergesellschaft von Doc Morris auch. Und das funktioniert in der Schweiz sehr gut, das Geschäft. Nur in Deutschland wehren sich die Apotheker auch zurecht und das E-Rezept kommt nicht und das wäre der große Katalysator gewesen. Das ist nicht passiert, sodass Zurose also massiv eingebrochen ist und ähnliches ist aber auch bei anderen jungen Wachstumsunternehmen passiert. Es scheint den ganzen Sektor zu betreffen. Es war auch so bei den Lieferservices, Lieferando, Just Eat, HelloFresh, Delivery Hero, die sind alle kräftig 60%, 70%, 80% mehr eingebrochen. In dem Sektor waren wir gar nicht, also bei den Lieferservices, aber eben zur Rose und ein, zwei andere hatten wir auch und die haben natürlich Performance gekostet. Zur Rose damals die zweitgrößte Position, also sind Sie jetzt komplett raus? Komplett raus. Also sehen Sie da schon eine Zeitenwende bei solchen Unternehmen? Also nicht jetzt einfach nur, dass es jetzt ein Crash ist, sondern dass es jetzt auch auf Dauer schwierig wird? Also ich sehe da in der Tat das Ende eines Trends. Natürlich werden einige dieser Unternehmen sich gut weiterentwickeln und alle irgendwie weiterentwickeln. Wir sind komplett raus. Das hat noch andere Gründe. Ich habe die Anlageentscheidungen in unseren 6 Fonds komplett wieder selber übernommen. Ich lasse mir natürlich zuarbeiten, aber ich bin jetzt Chief Investment Officer. Solange ich das Geschäft machen werde, weitermachen werde, mache jede einzelne Entscheidung selber und habe dann auch gesagt, wir müssen die Portfolios stärker fokussieren, also weniger Titel. Und als Investor, der nun schon 40 Jahre dabei ist, möchte ich es mir auch lieber einfacher machen. Also ich habe dann auch einfache Investmentideen, überschaubare Investments, während wenn Sie mit jungen Analysten zusammenarbeiten, die kommen auch mal mit komplizierteren Ideen, ist auch in Ordnung, sollen sie auch haben, kann man ja auch Geld mit verdienen, aber jetzt, wo ich es mache, will ich es einfach und überschaubar haben. Okay, also die Zuroses, TeamViewers, JDs, Slacks jetzt nicht mehr so. JD ist schon lange raus, ja, Slack ist auch schon ganz lange raus. Mit Slack haben wir aber auch viel Geld verdient. Das ist also dann, das haben wir mit viel Gewinn verkauft. Also haben wir schon ganz lange aufgeräumt. Und jetzt vor 2-3 Monaten haben wir die 2-3 letzten aus diesem Sektor verkauft. Eine spannende Aktie haben Sie aber noch, auch vielleicht gezwungenermaßen, nämlich Gazprom. Das würde mich jetzt interessieren. Die haben ja, glaube ich, auch einige Zuschauer im Depot. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wer noch Gazprom-Aktien hat. Vielleicht können Sie uns da kurz erklären, was die Idee war. Gut, Gaspreis ist ja zwischendurch auch gestiegen. Also die Grundidee war ja vielleicht nicht so falsch. Trotzdem schwierig jetzt, oder? Also was ist da jetzt passiert und wie gehen Sie damit um? Ja, die Grundidee war absolut richtig vor 2 Jahren. Aber es hilft eben nichts, wenn manche andere Dinge dann nicht laufen. Die Grundidee vor 2 Jahren war,
Öl und Gas kommen. Die Branche hat 10 Jahre lang nicht in Kapazitäten investiert, weil alle schon auf Green New Deal und Green und Sustainable und so weiter unterwegs waren. Aber wir brauchen noch Öl und Gas. Wir haben damals gekauft, so vor 2 Jahren, 2,5 Jahren, Gazprom und Total. Mhm. So, Total hat sich auch ordentlich entwickelt. Gazprom ist natürlich im Moment nicht handelbar und ist damit in 2 Publikumsfonds zwar drin, aber mit 0 eingebucht. Und in unserem alternativen Investmentfonds hat die Fondsgesellschaft entschieden, ist zwar auch nicht handelbar, wir buchen das mit 30% Abschlag zum Börsenkurs. Denn die Aktie wird ja gehandelt in Russland, sie ist auch gar nicht so viel tiefer als damals, als wir sie gekauft haben, war zwischendurch auch deutlich drüber, aber wir können sie halt nicht handeln. Hatten Sie so einen Fall schon mal oder ist das schon eine Ausnahme, oder? Also den Fall hatte ich privat, als ich noch nicht öffentlich an der Börse war, schon mal 1998. Damals waren die 4 Tigerstaaten in Asien so die großen Renner und ich habe dann 2 malaysische Titel gehabt. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, was es war, weiß ich nicht mehr, aber Mahathir war ja der große Hoffnungsträger und dann kam die asiatische Finanzkrise und dann hat Mahathir einfach mal die Konvertibilität der Wertpapiere ausgesetzt und dann saß ich da auf meinen Papieren. Zu Gazprom zurück, die Grundidee. Eine der Grundideen waren Öl und Gas. War richtig. Die zweite Idee war, Gazprom war damals extrem billig, 8% Dividende, 4er, 5er KGV. Mhm. Wir haben dann gerechnet und auch damals war ja Nord Stream 2 schon umstritten. Wir haben dann gesagt, selbst wenn Nord Stream 2 nicht kommt, ist es ein gutes Investment. Mhm. Die Firma ist so breit aufgestellt, dass Nord Stream 2 sicherlich vielleicht das i-Tüpfelchen ist, aber den Grundinvestment-Case jetzt nicht beeinflusst. Und auch das stimmte, aber Krieg ist dann nochmal eine andere Nummer. Gazprom hat im letzten Quartalsgewinn so viel verdient wie im ganzen letzten Jahr. Also das Unternehmen brummt nach wie vor. Mhm. Im Moment haben wir nichts davon. Jetzt können wir nur hoffen, wir haben 3 Szenarien. Russland und die Ukraine einigen sich. Und irgendwann wird der Handel wieder aufgenommen, sieht es im Moment nicht danach aus. Das zweite ist, dieser Druck des Westens führt irgendwann dazu, dass Putin zurücktreten muss und sich da vieles verändert. Dann wird auch der Handel wieder aufgenommen. Und das dritte Szenario, da würden wir dann allerdings in die Röhre schauen, ist, wenn sich das festfrisst und sich nichts bewegt, dann sitzen wir sehr lange drauf. Also okay. So dann sieht's wird aus. Sich auch nichts ändern, dann wäre es quasi Stand wie jetzt. Aber das passiert, wenn Sie ein Portfolio haben, sollte natürlich nicht so oft passieren. Das ist erstmal jetzt mit minus 3-4% Performance, hat das zu Buche geschlagen. Vielleicht gibt es irgendwann dann das Rückgeschenk, dass auf einmal wieder 3-4% plus dastehen. Öl und Gas scheint ja auch jetzt noch Ihre Idee zu sein, wenn wir mal auf die Top 10 schauen. Hier brandaktuell Stand 21.10. Größten Position jetzt Chevron, Exxon. Also da hat sich einiges getan, ist jetzt noch nicht so lang her. Also Januar 21 sah das Depot schon noch durchaus anders aus. Also da sind Sie mega bullish auf Energie. Ja, gerade vorgestern haben ja die beiden Titel wieder gut zugelegt, was natürlich nichts heißt langfristig. Sie haben 8er KGV und na, 9er KGV, Sie haben 4% Dividende, das ist ganz in Ordnung. Aber es hängt natürlich alles am Ölpreis. Mhm. Also im Prinzip ist es ja bei diesen Konzernen relativ einfach. Preis mal geförderte Menge gibt Umsatz und daran hängt dann direkt der Gewinn. Also wenn der Preis wegbrechen sollte, dann wäre die Idee schlecht. Also die Grundthese ist, Öl und Rohstoffe sind historisch gesehen ziemlich billig und da muss noch mehr passieren. Mhm. Man könnte natürlich auf die Idee kommen, wenn ich mir jetzt den Ölpreis anschaue bei 90 Dollar oder wo auch immer er sich bewegt, das ist ja schon fast am alten Hoch. Wir hatten einmal kurz die 150 nach der Finanzkrise 2015 rum, hat man einmal kurz die 150 Dollar geschnitten, aber ansonsten ist 100 eigentlich so das Hoch des Ölpreises. Wenn man das dann inflationsbereinigt, sieht es wieder ganz anders aus, also auch mit vielleicht Shadow Stats, also der tatsächlichen Inflation, dann sind die alten Hochs liegen irgendwo bei 250 Dollar inflationsbereinigt. Da sind wir auch weit drunter. Dass wir also den Green New Deal, die Trendwende so schnell schaffen, dass wir kein Öl mehr brauchen, halte ich für sehr fraglich. Deswegen sind wir da in der Tat bullish. Aber Öl und Gas sind natürlich keine Aktien, die man ewig hat, sondern die hat man, solange so ein Rohstoffzyklus läuft. Mhm. Wenn Sie mal schauen, wenn Sie die Verhältniszahl von Commodity Index zu S&P 500 nehmen, da sind sie ziemlich am historischen Tief bei 1. Also Rohstoffe historisch günstig. Ja, ja, Rohstoffe sind historisch günstig und da wird schon noch was passieren. Die Weltbevölkerung wächst weiter. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt
auch da erstmal einfach einen Deckel bekommen, wenn jetzt nochmal eine Rezession kommen sollte, genau, wenn ein Wirtschaftseinbruch kommt. Wollte ich fragen, kurzfristig vielleicht gefährlich, weil die Nachfrage natürlich jetzt schon deutlich zurückgeht bei den Rohstoffen und vielleicht, ja, wenn es richtig böse wird, dann könnte es ja auch richtig zusammenkrachen. Dann würde man da tatsächlich auch mal ein halbes Jahr, warten müssen, aber es ist schon billig und auch hier die Gefahr, nicht dabei zu sein, wenn es hochgeht, ist für uns größer als die Gefahr, dabei zu sein und es geht runter. Dann ist jetzt so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen alles oder nichts, aber Sie setzen schon stark drauf im Fonds jetzt 39% Energie und Rohstoffe. Also klar, wenn es aufgeht, dann schneiden Sie richtig gut ab, sonst könnte es natürlich wehtun, kurzfristig. Sagen wir mal so, auch das ist ja durchaus diversifiziert, also einerseits Öl und Gas, das ist natürlich der Hauptstandbein, dann haben wir aber auch ein Unternehmen, das im Uranbereich unterwegs ist. Und Yellow Cake? Ja, Yellow Cake. Spannend, können wir auch gleich drüber reden. Aber machen Sie erst noch kurz die Diversifikation. Und das letzte ist dann Adigo Agro, also ein Unternehmen, das Agrarrohstoffe macht und auch Ackerland besitzt. Mhm. Also da sind wir schon dann auch innerhalb dieses Segments einigermaßen gestreut. Man könnte natürlich noch einen der großen generellen Rohstoffkonzerne nehmen, Anglo American oder BAP Billiton oder Rio Tinto oder so. Das ging ja auch, klar, da haben wir jetzt nichts, aber wir sind schon einigermaßen gestreut. Yellow Cake, Thema Uran, sehr spannend, habe ich mir auch hier schon notiert. Warum ausgerechnet Uran? Also klar, wir wissen, in Deutschland gibt es das Problem, auf der Rest der Welt baut Atomkraftwerke, auch nicht alle, aber es ist auf jeden Fall nicht so wie in Deutschland. Warum jetzt ausgerechnet die Aktie? Bangladesch baut, Pakistan baut, Weißrussland baut, Russland baut 25, China baut 33, sind 80 Kernkraftwerke im Bau. Also die Nachfrage nach Uran ist hoch. Yellow Cake ist kein Minenunternehmen. Okay. Yellow Cake ist eigentlich ein Hedgefonds in Form einer Aktiengesellschaft. Da sind nur ganz wenige Angestellte und die haben quasi die Aktien emittiert und mit dem Erlös haben sie Yellow Cake gekauft. Yellow Cake ist die Vorstufe zu reaktorfähigem Uran, Urandioxid, und das wird eingelagert bei den Herstellern. Also im Prinzip kaufen, Yellow Cake ist ein Uranwarenlager, wenn Sie so wollen. Okay. Sie handeln ein bisschen, also wenn der Preis mal runtergeht, dann kaufen sie ein bisschen mehr, wenn er raufgeht, verkaufen sie also auch mal ein bisschen. Also die kaufen quasi bei den Minen ein? Die kaufen richtig, kaufen bei den Produzenten und lagern. Es ist also im Prinzip ein Tracker auf den Uranpreis. Mhm. Und damit etwas einfacher zu berechnen als eine Mine, wo doch immer viel schieflaufen kann. Also das Uran-Mining-Business ist auch nicht so einfach. Und der Wert ist ja eigentlich auch relativ einfach zu berechnen. Sie nehmen die Menge des Urans mal Marktpreis und haben damit einen Wert des gelagerten Urans, vergleichen das mit der Marktkapitalisierung. Da sind wir jetzt noch so 10% bei der Marktkapitalisierung unter dem Wert des Lagers. Mhm. Und dann muss es eben der Uranpreis richten und die Nachfrage. Aber auch da sind wir ziemlich weit unten und auch da müsste eigentlich die Richtung nach oben gehen. Okay. Aber warum sieht das der Markt noch nicht? Denn das ist ja nicht geheim, dass jetzt überall Atomkraftwerke gebaut werden. Also glauben Sie, dass da noch... dass das mispriced ist sozusagen. Ja, ich meine, vielleicht hat der ein oder andere Bedenken da im Uransektor, obwohl die EU-Kommission ja Kernkraftwerke wieder als umweltfreundlich eingestuft hat. Ich meine, Frankreich, Macron hat 14 neue angekündigt, 6 davon an der deutschen Grenze zur Deckung des deutschen Energiebedarfs. Also wenn wir es mit uns machen lassen, dann ist das eben so. Aber selbst wir lassen ja jetzt noch unsere Verbliebenen zumindest bis April laufen. Mal schauen. Ich hoffe sehr, dass wir sie länger laufen lassen. Halten Sie das für ansatzweise realistisch? Da kommen wir in die Politik, da müsste ich über die Grünen sprechen. Und dann machen wir nachher auch noch. Also wir können gerne über Politik sprechen. Bleiben wir noch kurz beim Aktienmarkt. Jetzt habe ich hier auch einen Chart, also hier langfristig seit 2008. Gut, da ist natürlich schwierig mit der Krise, der Fonds. Jetzt kommen natürlich wieder die sagen, warum soll ich denn jetzt hier den Fonds von Herrn Otte kaufen? Ich brauche doch nur den MSCI World, der ist günstiger und schneidet langfristig besser ab. Was sagen Sie den Leuten? Ja, das ist dann wieder das klassische Hindsight-Bias, also nach hinten ist alles besser. Ja, der MSCI World hatte einen super Lauf. Wie das weitergeht, weiß man nicht. Also der MSCI World ist ja auch getragen worden durch Big Tech, also ist auch sehr US-lastig. Im Rückblick, klar, ist das so gewesen. Aber nach vorne ist wieder was anderes. Vielleicht ändert sich die Welt auch mal. Genau, da schauen wir jetzt drauf, sind gespannt. Jetzt wirken Sie sehr entspannt, würde ich mal sagen, wenn man sich jetzt mal die ganzen Probleme anschaut. Wir wollen natürlich jetzt gleich noch auch über Politik und die Weltlage sprechen. Da vielleicht sind Sie dann nicht mehr ganz so entspannt. Das ist ja momentan wirklich alles sehr schwer durchschaubar.
Aber es gibt ja viele, die sagen, oh, das ist jetzt der schwierigste Markt, in dem ich mich jemals bewegt habe. Wie schwierig ist das für Sie denn gerade, wenn Sie jetzt gerade zurückschauen auf vergangene Krisen? Sie haben es gesagt, 40 Jahre, Sie sind ja jetzt schon lange dabei. Mhm. Wie ordnen Sie diese Lage gerade ein? Ach so, schwierig ist das nun wirklich nicht. Die Weltlage ist schwierig, aber der Markt ist nicht schwierig. Nehmen wir mal 87, da war ich Praktikant an der Frankfurter Börse bei dem Crash. Da war natürlich helle Aufregung, aber das war dann an einem Tag 20 Prozent runter. Ich war junger Praktikant, ich durfte mit aufs Parkett. Es war große Aufregung, es hat Spaß gemacht. Ich hatte ja noch nicht so viel Geld, eigenes Geld, was da unterwegs war. Und das war ein kurzer Crash, da war aber sehr viel Aufregung. Sehr schwierig war in der Tat der Aktienblues nach 2000. Da ging es ja fast drei Jahre runter. Und das ist eine der längsten Bärenmärkte gewesen, die wir so hatten in den letzten Jahrzehnten. Also drei Jahre Bärenmarkt, das gibt es so gut wie nie. Das war schwierig. Und da war ich auch schon unterwegs als Finanzpublizist, also auch schon öffentlich unterwegs im Finanzmarkt. Das war keine einfache Zeit, aber auch da muss man sich dann überlegen, als Stockpicker, dieses Unternehmen, was du jetzt hast, wie steht das in 5 Jahren? Gibt es das noch? Gibt es das nicht mehr? Und so, wenn man diese Basics sich wieder vor Augen führt, dann kommt man auch durch sowas durch. Aber emotional belastet das natürlich. Einer meiner Analysten sagte jetzt, also das wäre jetzt für ihn auch schon ein Ding. Also jetzt ein Jahr nach unten, dabei ist das ein mittlerer Bärenmarkt. Also der durchschnittliche Bärenmarkt hat so 15 Monate. Wir sind jetzt bei 13 Monaten. Also wir sind in einem durchschnittlichen Bärenmarkt. Wir haben eben die letzten 11 Jahre seit der Finanzkrise keinen längeren oder durchschnittlichen Bärenmarkt mehr gehabt. Also ich glaube, die meisten würden sagen und hoffen vielleicht auch ein bisschen, ja, wenn es jetzt dann nicht mehr weiter runter geht zumindest oder vielleicht nach oben geht, dann war es gar nicht so schlimm. Aber das Problem ist, wir wissen es natürlich nicht. Richtig. Also es kann natürlich jetzt auch in den Winter rein, das befürchten ja viele, den Wutwinter oder wie auch immer, dass es da vielleicht erst richtig schlecht wird. Vergleich zu 2000, ich weiß, das ist immer sehr schwer, sowas zu vergleichen, aber gerade so die Stimmung. Wie gesagt, wir wissen jetzt nicht, theoretisch können es dieses Mal auch 3 Jahre werden. Was ist denn anders als damals? Und vieles. 2000. Hatten wir die Tech-Euphorie, andererseits war so ein bisschen der Year-2K-Panik, ob da mit den Computern was ist, wenn die Zeitumstellung ist, wegen dieses fehlenden Kommas und so weiter. Ja, also die Tech-Euphorie, die platzte dann ja nicht, da ging ja so langsam die Luft raus über 3 Jahre. Und das war dann schon sehr bluesig, also da wurde das deprimierend in gewisser Weise. Aber wir hatten eben auch im Jahr 2000 eine echte Aktienblase. Das Graham KGV war bei 45. Und heute? Weiter All-Time High. Jetzt sind wir unter 30, so 28, ist auch nicht billig. Aber zum Graham KGV müsste man auch noch Hintergründe erläutern, denn diese 28 sind historisch auch schon immer noch recht hoch, ungefähr auf dem Niveau vor dem Börsencrash 1929. Aber die Wirtschaft hat sich da auch verändert, weil wir sehr viele neue Unternehmen haben. Wir haben so sehr starke Sektorverschiebungen gehabt im Markt, wenn Sie Amazon, Microsoft und so weiter haben, die jetzt vielleicht KGVs haben, also Microsoft 26, Alphabet Anfang 20 und so, was ja gar nicht so hoch ist. Wenn Sie bei denen schauen, wie das Graham KGV ist, das ist sehr hoch. Das ist ja das durchschnittliche KGV der letzten 10 Jahre. Genau, ich wollte also gerade fragen, so kurz Erklärung, Graham KGV. Ich nehme die letzten 10 Jahre. Benjamin Graham, der Erfinder des Value Investing, hat eben gesagt, das machen wir, dass wir ein Maß haben für die nachhaltigen Gewinner. Weil es einmal rauf geht und wieder runter, es gibt so Börsenzyklen. Aber die gibt es gar nicht so in dieser Form mehr. Diese Tech-Unternehmen sind eben gewachsen. Und diese relativ hohen Gewinne, die sind höchstwahrscheinlich nachhaltig. Die können natürlich auch mal ein bisschen zurückgehen, aber diese Unternehmen haben ja einen sehr viel größeren Platz in unserer Wirtschaft erobert, haben andere verdrängt. Deswegen sind die Aktien, die jetzt noch die Indizes ausmachen mit hohen Gewichtungen, haben zum Teil sehr hohe Graham-KGVs, deutlich über den aktuellen KGVs, aber die Gewinne, die sie machen, sind nachhaltig. Das heißt, da führen die Graham-KGVs etwas in die Irre, aus unserer Sicht. Sprich, dass diese 28, das ist nicht billig und wahrscheinlich auch überzeichnet, aber die Börsen sind ganz klar billiger als im Jahr 2000. Das ist mal das eine. Wir sind nicht im Ausverkauf, den hatten wir noch nicht. Andererseits,
zieht jetzt die Inflation an? Wie lange, wie weit wird sich zeigen? Aber im Jahr 2000 waren wir mitten in der Great Moderation. Die dauerte irgendwie von 82 bis 2022, also 40 Jahre niedrige Inflation. Great Moderation sollte man vielleicht auch nochmal kurz erklären. Mhm. Die früher hieß es, gibt so Konjunkturzyklen und auch Zinszyklen. Und wir haben eigentlich seit 40 Jahren niedrige und fallende Inflation und Zinsen. Das hatte was mit der Globalisierung zu tun, mit der Öffnung der Märkte, mit der Technologie, durch die auch vieles billiger geworden ist, durch die sich viele Prozesse vereinfacht haben. Und das war 2000 der Fall. Jetzt ist einiges anders. Die Märkte sind nicht so teuer wie im Jahr 2000. Die Zinspolitik ist am Ende. Wir haben wahrscheinlich die Zinswende. Die Inflation ist explodiert. Catch-up-Inflation. Also da ist einiges anders. Und deswegen haben wir eine ganz andere Situation als im Jahr 2000. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass Aktien, kommt natürlich auf ihr Risikoprofil an, aber einen gehörigen Bestandteil des Portfolios ausmachen sollten. Denn die Alternative, Festgeld, auch Anleihenmärkte, das erscheint mir doch sehr schwierig. Also Anleihen kommen für Sie auch nicht in Frage. Es ist ja ständig in den News, dass mal geschrieben wird, dass es jetzt natürlich wieder eine Alternative ist, aber für Sie nicht? Noch nicht, nein. Noch nicht. Die Realzinsen sind ja immer noch negativ. Mhm. Okay, aber wenn es so weitergehen würde, irgendwann würden Sie auch drüber nachdenken, wenn es... Ja, okay. Also ich meine, es muss dann wirklich, wie bei allem, Chance-Risiko stimmen, es muss die Rendite stimmen, da kann man auch Anleihen machen, selbstverständlich. Jetzt haben Sie gerade schon über die Big Techs gesprochen, Microsoft, Alphabet und Co. Die sind natürlich super positioniert, haben auch Preissetzungsmacht, natürlich Monopole teilweise, aber die haben jetzt auch enttäuscht. Also zum Beispiel, lustigerweise, wir sind ja hier gerade auf YouTube, da ist der Umsatz auch ein bisschen zurückgegangen, zumindest hat enttäuscht etwas leicht die Erwartungen. Auch Microsoft hat enttäuscht. Zeigt das schon, dass da vielleicht jetzt doch ein bisschen was ins Wanken kommt? Stichwort Rezession. Denn klar, auf Alphabet ist auch abhängig von Werbeerlösen. Also sind da vielleicht schon ein paar aufgeschnappt oder vielleicht schon ein paar ein bisschen klamm, dass die eben nicht mehr so viel Geld ausgeben können. Was kommt da auf uns zu? Da kann es durchaus Korrekturen geben. Aber es sind eben, wenn Sie Alphabet nehmen, die haben KGV Anfang der 20er. Wenn da jetzt mal, lass mal die Gewinne 20-30% zurückgehen, das kann ja passieren. Dann gehen die Kurse auch noch mal was zurück, dann kann man natürlich noch billiger aufsammeln. Wir haben sie schon, wir sind jetzt drin, dann müssen wir das aussitzen. Klar, das kann passieren, nur wenn ich mir überlege, wie diese Unternehmen in unserer Lebenswelt integriert sind. Wir alle suchen über Google, wir alle schauen YouTube. Manchmal ein bisschen zu meinem Bedauern, dass ich merke das bei der jüngeren Generation, dass die kaum noch lesen, das ist alles Bewegtbild. Aber das sind natürlich Wachstumsmärkte par excellence. Also diese Titel bleiben uns erhalten als legitime Investments für die nächsten 10 Jahre. Also es ist sicherlich eine Sache, die gerade im Privatanlegerdepot einen Kern der Stabilität bildet. Wenn das jetzt, kann ja alles passieren, wenn das 20-30% zurückgeht, umso besser, wenn jemand noch dann Liquidität hat, kann er dann nachlegen. Und wie sehen Sie jetzt die Entwicklung, die wirtschaftliche? Also da deutet ja schon viel darauf hin. Wir sind ja bei diesem Trade-off, also na, hohe Inflation. Entweder muss die irgendwie runter oder wir ruinieren uns die Wirtschaft, mal ganz vereinfacht gesagt. Was kommt da auf uns zu? Also viele haben ja befürchtet, die Berichtssaison könnte schon ein bisschen schwierig werden. Gut, bei den Techs zeigt sich jetzt schon, dass es sich ein bisschen abkühlt. Aber generell, die große Katastrophe sehen wir noch nicht. Geht es vielleicht dann kommendes Jahr erst los? Also wie heftig wird die Rezession? Also die Wirtschaft insgesamt ist natürlich im brutalen Umbau auch zur Staatswirtschaft hin. Also zur Staatswirtschaft, wenn man überlegt, der Gaspreisdeckel ist ja kein Preisdeckel, der ist ein Rechnungsdeckel. Die Preise sind ja so, wie sie sind. Also man subventioniert die Rechnung von bestimmten Rechnungsempfängern, indem man linke Tasche, rechte Tasche macht. Aber das ist ja nur eine dieser Manipulationen. Entlastungspaket 3, die Kriegswirtschaft. Das Manager-Magazin hatte im Mai ein Cover mit dem Wort Kriegswirtschaft. Also wir sind in gewisser Weise emotional auch in der Kriegswirtschaft drin. Also es gibt viele Umwälzungen, es wird viele Verwerfungen geben. Wir versuchen uns da so ein bisschen zu immunisieren, indem wir sagen, wir nehmen Titel, die entweder nicht betroffen sind oder die sogar vielleicht davon profitieren. Rüstung machen wir nicht, aber Energie zum Beispiel dürfte gut laufen, es sei denn, wir haben einen Einbruch, dann geht es auch da mal kurz zurück. Aber es wird da vieles kommen, insbesondere kommt vieles auf die deutsche Wirtschaft zu, deswegen haben wir auch so gut wie keine DAX-Konzerne.
Genau, über Deutschland wollen wir gleich noch sprechen. Ich habe mir hier noch Dollarama rausgesucht. Mhm. Ist es vielleicht eine Überlegung, gerade weil die Inflation natürlich viele Leute jetzt schon hart trifft, mhm. vielleicht weiterhin hart treffen wird, dass dann Folgendes passiert, es geht auseinander, also die Leute müssen wirklich bei den, ja, bei den ganz billigen Sachen einkaufen, weil sie sich sonst nicht mehr leisten können. Mhm. Und auf der anderen Seite, dass Luxus vielleicht erst recht boomt, mhm. weil die Superreichen, ja, die, ich will nicht sagen, die lachen über 10% Inflation, werden sich aber jetzt im Zweifel nicht einschränken mhm. und investieren dann vielleicht in werthaltige Sachen, weil mhm. sie natürlich auch denken, okay, bevor das Bargeld jetzt immer weniger wert wird, die paar Millionen, die ich da rumliegen habe, dann kaufe ich mir vielleicht lieber ein paar Millionen sind ja noch kein Superreicher. Ja, aber dann überlegt man sich vielleicht auch, ob man nicht sich einfach ein paar schöne Sachen kauft, bevor es immer weniger wert wird. In der Tat, also im Konsum haben wir zwei Klassiker und ein unbekanntes Unternehmen, also Klassiker sind Nestlé mit einem 20er KGV, 3% Dividende, Pionier der Globalisierung. Wie gesagt, als ich jetzt die Fonds wieder komplett übernommen habe vor einigen Monaten, wir haben das früher im Konsens gemacht oder hatten so Aufgabenbereiche verteilt, habe gesagt, ich mache es allein, habe ich gesagt, ich nehme auch die ganz einfachen Investments, wenn sie passen. Nestlé ist Klassiker, Pionier der Globalisierung, seit 100 Jahren in China und in Indien und Brasilien. Mhm. Das ist das eine, klar, die kennt man. Dann haben wir LVMH, wie Sie sagten, Luxus. Und wir sehen eben in dieser Krise auch noch nicht, dass diese Polarisierung der Gesellschaft aufhört. Die geht eigentlich eher weiter, also die Superreichen. Und ich habe diesen Trend ja schon seit 15 Jahren, kritisiere ich den. Der läuft ja auch schon. In Weltsystemcrash habe ich 2 Kapitel über das Verschwinden der Mittelschicht. Mhm. Ich sehe aber noch nicht, dass irgendwo Anstrengungen unternommen werden, diesen Trend zu stoppen. Also von daher ist Luxus nach wie vor ein Investmentthema und das andere ist dann wirklich Billigshops. Also da sind wir tatsächlich auf beiden Seiten dabei und Dollarama ist sowas wie Teddy in Deutschland. Teddy können sie nicht kaufen an der Börse, das gehört zu Tengelmann und damit der Familie Haub. Die wollen es nicht an die Börse bringen, also können wir uns leider nicht beteiligen. Aber bei Dollarama, dem Marktführer in Kanada, die auch in Brasilien stark sind, konnten wir uns beteiligen. Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, dass Sie wieder voll dabei sind, voll mitmischen bei der Aktienauswahl. Sie haben die Königsanalyse auch angepasst. Kommt ja auch bald ein Buch, glaube ich, von Ihnen Anfang 2023 zur Aktienanalyse. Was machen Sie denn jetzt anders? Oder besser oder vielleicht gesagt, was machen Sie grundsätzlich und was haben Sie jetzt noch optimiert? Ja, im Prinzip ist es natürlich dasselbe Gerüst. Also wir schauen uns Geschäftsmodell an, Management und Bilanz. Wir haben die Kriterien überarbeitet, nochmal vereinfacht, weil ich gesagt habe, ich will einfachere Entscheidungen haben. Also wir haben die Möglichkeiten der Alternativen beschränkt. Also wenn wir früher vielleicht 5 Punkte auf der Skala hatten, haben wir jetzt 3 Punkte. Also nein, mittel, ja oder so kann man das sagen. Früher hatten wir vielleicht 5 Schattierungen. Aber wir haben gesagt, lieber klare Entscheidungen, einfache Entscheidungen. Es sind ja insgesamt über 10 Kriterien, von daher kommt dann schon was zusammen. Aber bei den einzelnen Kriterien nachgeschärft, dass die noch einfacher sind. Was sind zum Beispiel noch 2, 3 Kriterien? Also müssen Sie alle 10 aufzählen? Ja, beim Geschäftsmodell ist es zum Beispiel die Marktposition oder auch die Umsatzrendite. Also je nach mit der Umsatzrendite könnt ihr schon messen, wie attraktiv quasi das Geschäft ist. Dann haben wir in der Bilanz Eigenkapital. Wir haben aber auch Nettoliquidität hinzugefügt. Also Nettoliquidität ist für uns was Interessantes. Und also wenn wir nochmal gehen, Geschäftsmodell 40 Punkte, Management 30 Punkte und Bilanz und Kapitalmanagement 30 Punkte. Management haben wir schon bei der letzten Überarbeitung höher gewichtet, weil es schon so ist, dass Sie mittlerweile ein Unternehmen relativ schnell an die Wand fahren können. Der Buffett hat ja irgendwann mal gesagt, man soll nur Unternehmen kaufen, die auch von Idioten geleitet werden können, damit man ruhig schläft. Das war früher auch so vielleicht, aber heutzutage ist die Welt so schnell, dass also auch selbst ein großes Unternehmen relativ schnell in Bedrängnis gemanagt werden kann von einem idiotischen Management. Deswegen haben wir Management schon bei der letzten Überarbeitung höher gewichtet und bei der Bilanz haben wir jetzt noch hinzugenommen Kapitalmanagement. Also zum Beispiel das Thema Aktienrückkäufe, kauft das Unternehmen Aktien zurück, wenn die Kurse oben sind, was dumm ist. Machen aber einige Unternehmen, weil sie die Aktienoptionen für die Mitarbeiter stützen wollen, kauft das Unternehmen Aktien zurück, wenn es billig ist. Dann ist natürlich eine kluge Sache. Also Kapitalmanagement, wie läuft das mit den Investments? Sind die investierten Gelder gut investiert? Sind die wertschöpfend? Da haben wir einiges gemacht. Wir haben den Buffett-Test eingefügt. Also wie viel Wert wird
wie viel Börsenwert wird über 10 Jahre von den einbehaltenen Gewinnen geschöpft. Das wird auch alles in dem Buch erklärt, transparent. Also es sollte eigentlich schon dieses Jahr kommen, aber dieses Jahr war ziemlich viel los. Also hat es ein paar Monate länger gedauert. Sind wir gespannt drauf und natürlich auch auf Ihre Performance. Ich glaube, da haben wir schon mal einiges geliefert an Inspirationen, an spannenden Aktien. Zum Beispiel Yellow Cake hat vielleicht auch noch nicht jeder unbedingt auf dem Zettel gehabt. Jetzt wollen wir langsam zum größeren Bild kommen, was vielleicht auch noch ein bisschen unerfreulicher ist als die Börse. Sie haben ja schon vor 3 Jahren war es, das Buch Weltsystem Crash geschrieben. Da haben wir uns ja drüber unterhalten damals. Genau, da ist das Buch frisch rauskam. Ich glaube, das war ungefähr genau vor 3 Jahren oder sowas. Ja, es war September 19 und kurz danach haben wir gesprochen. Genau, und jetzt ist die Frage, ich frage Sie einfach frei raus, das ist vielleicht das Gefühl von vielen auch gerade, was jetzt da alles passiert ist, ja, crasht jetzt die Welt? Ja, es ist genau das passiert, was ich geschrieben habe. Covid habe ich leider nicht vorausgesehen, was mich ärgert, weil man auch das da... Das wäre aber schwer gewesen, oder? Nein, also zumindest auch, jetzt vom Timing her, dass sowas irgendwann mal passiert, okay, auch, aber... Ja, ist gut, wir wollen nicht in die medizinischen Hintergründe, dann macht YouTube schnell den Kanal nicht. Oder löscht das Video, das ist ja so eine Sache, aber... auch Covid war voraussehbar insofern, als dass es da ja schon mit SARS und so weiter Vorläufer gab. Man hätte also da sensibler sein können. Das steht nicht drin, aber sonst steht sehr vieles drin, weil ich eben vom Weltsystem her komme, von der Politikwissenschaft, auch von den langen Zyklen, die ja auch jetzt Ray Dalio untersucht hat in Weltordnung im Wandel. Das Buch ist im Prinzip die ideale empirische Ergänzung zu Weltsystemcrash, wobei ich meins besser geschrieben finde. Also Dalio hat da einen Haufen an Charts und Daten rausgehauen, was auch in Ordnung ist, also sehr, sehr wertvoll. Erklärungsmuster sind etwas dünner und im Prinzip sind aber beide Bücher, haben fast denselben Argumentationsgang, dass wir eben Zyklen haben im Weltsystem, wenn sich die Zentralmächte abwechseln. Das war eben vor 100 Jahren so, als England, dass ich das langsam dass die Vormachtstellung Englands auflöste und dann Deutschland, USA, Japan als Herausforderer kamen. Und dann hatten wir eben eine sehr schwierige und instabile Zeit. Und jetzt haben wir diesen großen Trend China, USA, wo es ganz große Verschiebungen gibt. Und da habe ich auch 2 Kapitel gleich zu Anfang des Buches drüber geschrieben. Und das ist für mich immer noch der dominierende Trend. Und deswegen crasht es im Weltsystem. Fast alles sind Begleiterscheinungen dieses versteckten Machtkampfes USA, China, bis hin zum Ukraine-Krieg, der da auch in gewisser Weise ein Ausläufer ist oder in diesem Feld auch einzuordnen ist. Und wir haben ganz, ganz große Umwälzungen auf der Welt. Das ist dieser Weltsystemcrash. Und wir werden auch von den Schulden jetzt langsam runterkommen. Das sagen ja viele schon, die Welt ist überschuldet, sagen ja meine Kollegen auch zum Teil seit 15 Jahren. Stimmt ja auch. Es ging trotzdem immer weiter, weil man eben dann die Regeln geändert hat. Man hat Institutionelle konnten nur noch bestimmte Anleihen nehmen und mussten bestimmte Anleihen nehmen. Und dadurch ging es mit dieser Verschuldung auch weiter. Die Notenbankbilanzen sind explodiert. Das ist ja alles passiert. Nur da sind wir auch an einem Endpunkt bei dieser Entwicklung, sodass jetzt tatsächlich alles grundlegend neu durchgewischt wird. Okay, also die Welt crasht gerade sozusagen. Das ist jetzt natürlich eine steile These, aber wir sehen ja gerade, es ist einiges im Umbruch. Jetzt können wir die Leute natürlich nicht einfach so damit entlassen. Jetzt müssen wir das ein bisschen aufdröseln, was da gerade passiert. Sie haben ja damals auch Szenarien kreiert. Gut, dieses Duell USA-China, das brodelt jetzt schon länger, war ja unter Trump schon so. Da ist die Frage jetzt, was passiert jetzt? Die Rolle Russlands haben Sie damals noch nicht so klar gesehen. Jetzt ist die Frage, sieht man jetzt vielleicht schon ein bisschen klarer? Also was kommt da jetzt auf uns zu? Was passiert da jetzt? Denn ich glaube, viele machen sich wahrscheinlich, wenn sie das jetzt auch hören, nochmal zusätzlich Sorgen. Ja gut, ich meine, es sind komische Zeiten. Diese 3 Szenarien, die Sie ansprechen, die stehen auf Seite 398 des Buches, Weltsystemcrash. Einmal neuer Kalter Krieg mit einem US-dominierten westlichen Block und einem chinesischen Block. Das war Szenario 1, das Wahrscheinlichste. Szenario 2, großer Krieg. Nicht ganz unwahrscheinlich steht da wahrscheinlich. Also Weltkrieg oder was ist großer Krieg? Ja, also mit Supermächten involviert, wie auch immer. Also bis hin zum Weltkrieg. Ist nicht, müssen wir leider sagen, ist nicht völlig absurd. Und das, die Wahrscheinlichkeit habe ich als Mittel bezeichnet. Das ist natürlich unangenehm. Und der Kalte Krieg war für mich das Wahrscheinlichste. Und das Dritte war eine stabile Großraumordnung, also Europa als eigene Region, die ihren eigenen Weg findet, dann eine westliche Hemisphäre, eine chinesische Sphäre, ein chinesischer Block. Da habe ich damals schon gesagt, das war zwar mein Wunschszenario, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Und wir sehen jetzt mit Ausbruch des Ukraine-Krieges, dass sich dieser westliche Block
bildet. Die amerikanische Vormachtstellung wird immer klarer. Die Politik für Europa wird in Washington oftmals gemacht. Das geht bis dahin, dass zum Beispiel zu Ausbruch des Ukraine-Krieges Deutschland mal eben ein deutsch-französisches Flugzeugprojekt gecancelt hat. Und diese Flugzeuge jetzt in Amerika gekauft werden für teures Geld. Also man sieht, wie schwach Europa ist, dass Europa quasi ausgeschaltet wird, dass Europa mehr und mehr zu einem, nicht nur zu einem Bereich wird, wo also sehr viel äußere Einflüsse, auch sehr viel Politik außerhalb Europas bestimmt würden. Das ist eigentlich eine sehr unschöne Entwicklung. Aber das ist ja jetzt keine Fremdbestimmung, denn das klingt ja immer so ein bisschen, als wären jetzt so ein bisschen nach Verschwörung, nach dem Motto, unsere Politiker sind da, werden da wie die Puppen, dass die gespielt sind. Das ist ja schon eher eine bewusste Entscheidung. Das ist einfach, wie Sie sagen, es ist ja eine Schwäche, oder? Es ist ja, eine bewusste Entscheidung, es ist ja jetzt keine Manipulation in dem Sinn. Und dann kommt ja noch dazu, dass wir natürlich auch auf den Schutz der Amerikaner in gewisser Weise auch angewiesen sind. Also wenn wir uns jetzt mit den Amerikanern zerkriegen würden, dann würden wir wahrscheinlich richtig schlecht dastehen, oder? Ach, das weiß ich gar nicht. Also meine Hoffnung wäre immer gewesen, dass Deutschland und Frankreich das hinkriegen, weil mir mit fremden Atomwaffen auf deutschem Territorium nicht so wohl ist. Im Zweifelsfall ist natürlich für einen Amerikaner Amerika wichtiger als Deutschland. Das haben wir jetzt auch bei gewissen Pipelines gesehen in der Ostsee. Und also mein Wunsch wäre, Europa kriegt selber hin. Aber das ist natürlich weit weg, dieser Wunsch. Aber wie gesagt, die Stärke, das fordern ja viele. Also das ist jetzt, glaube ich, auch politisch unabhängig. Also ich habe auch schon mit vielen Experten gesprochen, auch mit Robert Halber. Viele sagen, ja, Europa muss einfach vorwärts kommen. Also wir haben ja das Wirtschaftspotenzial. Wir haben auch noch das intellektuelle Potenzial. Aber wir tun alles dafür, dass es eher in die andere Richtung geht. Auch mit unserer Wirtschaft, unsere Entscheidungen, die wir hier treffen, die den Mittelstand ja brutal belasten. Also es sieht düster aus für Europa. Mhm. Sieht düster aus für Europa, was nicht heißt, dass man nicht in Europa sitzen kann und in Aktien investieren kann. Aber bei europäischen Großkonzernen, bei vielen wäre ich vorsichtig, insbesondere bei Deutschen. Über Deutschland konkret sprechen wir gleich noch. Jetzt haben Sie auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Jetzt frage ich Sie mal ganz offen, was machen Sie hier eigentlich noch? In den USA läuft doch eigentlich alles besser, oder? Die USA sind auch ein gespaltenes, tief gespaltenes Land, auch sehr viel Paranoia dort. Das ist auch nicht erst seit Trump so. Der Trump hat im Prinzip, das war so der Katalysator, an dem sich diese Spaltungen dann gebrochen haben, beziehungsweise an dem sie deutlich hervorgetreten sind. Aber diese Spaltung gab es ja vorher schon. Es gab unter Obama wochenlange Rassenunruhen in Ferguson im Süden mit Bränden, mit Plünderungen und so weiter. Dann gibt es die Opioid-Epidemie, die ja brutal ist, wo also viele Menschen sterben. Amerika ist ein Land, in dem das einzige Industrieland, in dem die Lebenserwartung wieder deutlich sinkt aufgrund dieser Drogenepidemien. Also Amerika ist, wenn Sie viel Geld haben, natürlich durchaus angenehm und Sie können sich zurückziehen. Aber das ist das eine, was ich noch hier mache. Erstmal sind Familie und Kinder hier. Und dann merke ich doch, dass ich Europäer bin und durch die deutsche Kultur, wie auch immer man die bezeichnen mag, geprägt bin, sozialisiert bin. Ich kenne die amerikanische Kultur sehr, sehr gut. Ich kann da jederzeit leben. Ich könnte da auch arbeiten und mein Handwerk als Investor betreiben. Aber ich bin doch hier vom europäischen Kulturraum geprägt. Ich habe ja sogar ein Buch darüber geschrieben letztes Jahr, so die Teil 1 meiner Memoiren, meine Jugenderinnerungen. Da schreibe ich ja drüber, was mich geprägt hat. Da haben Sie auch was sehr Schönes hier geschrieben. Ich lese es einfach mal vor, weil das hat mir ganz gut gefallen. Man hat mich Deutschlands erfolgreichsten Crash-Guru aller Zeiten genannt. Cassandra aus Worms, Krisenerklärer, renommierten Krisenökonom Seher. Das fand ich auch ganz interessant, diese ganzen Prediger, Börsenprofessor. Geht noch weiter. Das mit dem Seher fand ich ganz interessant. Da geht es auch noch schön weiter. Jetzt ist die Frage, ist natürlich immer schwer, Prognosen zu treffen. Aber was sehen Sie da jetzt? Was kommt da auf uns zu, gerade in diesem Wettstreit USA gegen China? Und wen sehen Sie da vorne? Also ich sehe, ich meine, beide Systeme haben so ihre Macken, aber ich habe internationale Politik gelernt und dann auch gelehrt und bin beeinflusst von der sogenannten realistischen Schule. Die realistische Schule ist ein zynischer Blick auf die internationale Politik, dass eben Machtpolitik passiert, dass Geheimdienste zum Teil böse Dinge machen, dass
Militärs, dass Militär eingesetzt wird, dass auch Krieg vorkommt. Mhm. Das ist ja keine ethische Forderung, also keine Verhaltensaufforderung, wie Staaten sich verhalten sollten. Das ist ja, steht auf dem anderen Blatt. Aber der nüchterne Blick zeigt, es wird halt immer noch Krieg geführt und je größer, je mächtiger die Staaten, desto schneller sind sie auch bereit, Krieg zu führen. Ganz vorne die USA, die natürlich bei weitem die meisten Kriege geführt hat in den letzten 30 Jahren, bei weitem, mit Abstand. Und was sehe ich? Ich sehe eben diesen Kampf, diese Auseinandersetzung zwischen diesen Blöcken, der auf vielen Ebenen geführt wird. Das neue Seidenstraße ist aber bis hin zu chinesischen Investments in Südamerika oder in Afrika, wo die Chinesen massiv rein sind. Ich sehe, dass Supermächte, und da muss man auch die USA einschließen, sehr paranoid sind und sich ihre Position unbedingt behaupten wollen. Als ich in Princeton angefangen habe zu studieren, im Herbst 1989 für mein Doktorandenprogramm, da war Japan noch ganz oben. Mhm. Da hatten die Amerikaner unglaubliche Angst davor, dass Japan sie überholt. Also die Amerikaner haben ein Riesenproblem damit, wenn sie irgendwo nicht Nummer eins sind. Und aber da gab es ja auch keinen Krieg. Also das hat sich dann quasi von alleine gelöst, ja, gut, das Problem. Ja gut, aber Japan ist natürlich etwas größer als Deutschland, flächenmäßig über 2,5-mal so groß oder 2-mal so groß, bevölkerungsmäßig nicht ganz doppelt so groß. Das ist natürlich kein China, das natürlich auch insgesamt das Potenzial hat, zu einem ernsthaften Rivalen zu werden. Aber das zeigt, wie schon bei Japan, wie übertrieben da die amerikanische Reaktion war. Und China wird ja schon lange als Bedrohung gesehen und möchte auch ungern in einer chinesisch dominierten Welt leben, mit den Überwachungen, mit den totalitären Zügen. Ein Bekannter, der sehr angesehene Journalist, der 30 Jahre lang in Deutschland gelebt hat, Bekannter von mir, ist vor einigen Jahren nach China zurück, Chinese. Und der sagt, er kann mir im Moment auch keine Berichte, also zumindest nicht für meine Publikationen aus China liefern. Es läuft gerade die zweite Kulturrevolution. Mhm. Und das würde ihn in Gefahr bringen. Also da ist vieles im Umbruch und dieses Riesenreich, das durchblicken wir Langnasen, wie wir ja von den Chinesen genannt werden, einfach nicht. Da können Riesendinge passieren. Also blicken Sie da auch nicht durch? Nein. Denn ich glaube, für uns ist es generell sehr schwer, ich glaube auch für die Zuschauer, auch für mich. Natürlich spricht man mit Experten, die einem das dann ungefähr erklären, wenn man fragt, was haben die vor? Mhm. Zum Beispiel die Zerschlagung, Beschneidung der Tech-Riesen, wie auch immer. Also das ist eine Diktatur, ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Da glaube ich, müssen wir jetzt nicht lange, oder zumindest ja, gut, sehr diktatorische Züge hat. Oder autoritär oder totalitär, Diktatur wäre ja, wenn ein Diktator, gut, Xi Jinping ist vielleicht sogar ein Diktator, aber er ist eben durch, ist kein, in dem Sinne, charismatischer Diktator, ist durch die Partei hoch, also hat, insofern ist er Putin vergleichbar, also er hat einen langen Weg durch die Partei gehabt oder durch öffentliche Ämter oder Stellen oder Jobs, wie auch immer, ist jetzt nicht, er ist kein durchgeknallter Hitler, der im Prinzip als Rhetoriker und als Volkstribun da sich hochgeputscht hat in gewisser Weise, aber dass da die Zügel sehr stark angezogen werden, dass es also autoritäre Züge hat und zwar massiv autoritäre Züge, das ist gar keine Frage. Ich blicke da nicht durch, aber ich habe eine wichtige Konsequenz daraus. Mhm. Wenn wir also jetzt tatsächlich davon ausgehen, dass Weltsystem-Crash-Szenario 1, Blockbildung, neuer Kalter Krieg, vielleicht sogar mit Stellvertreterkriegen, man könnte sogar den Ukraine-Krieg als Stellvertreterkrieg USA-China einordnen, wer jetzt ein etwas weiteres Argument hat, aber ein Senior Fellow am Atlantic Council gemacht sogar, dass er das so benannt hat, das kommt gar nicht von mir. Aber wenn wir also diese Blockbildung haben, dann ist unsere Konsequenz, mach, was du verstehst, mach, was du berechnen kannst, mach, wo du dir relativ sicher bist, wir haben keine chinesischen Aktien mehr. Ja, das ist, glaube ich, auch investmenttechnisch ein wichtiges Thema momentan. Jetzt ging es ja nochmal richtig runter, läuft ja schon länger schlecht. Man muss ja auch sagen, China läuft ja auch schon lange schlecht. Also auf 10 Jahre ist ja jetzt zumindest gut, manche Aktien waren gut, wie Tencent und Alibaba, zwischenzeitlich jetzt auch nicht mehr. Der Markt ist ja auch schlecht gelaufen. Also viele sagen ja auch immer, eigentlich ist das eine reine Luftnummer. Dirk Müller zum Beispiel, glaube ich, sagt schon seit Jahren, das ist die größte Blase der Wirtschaftsgeschichte. Das weiß ich jetzt nicht, aber es spiegelt sich ja in den Aktienkursen wieder. Also da ging ja nicht viel. Und es gibt ja auch dann die Erklärungen, dass natürlich China bei den Patenten zum Beispiel weit vorne ist. Aber es wird halt dann einfach, ja klar, von der Partei vorgegeben, dass die Patente da sein müssen. Also
ja, warum also, sollte man da investieren? Also China ist schon natürlich eine wahnsinnige ökonomische Entwicklung. Aber ob das im Aktienmarkt ankommt, ist eine andere Frage. Und dass es diese Geisterstädte gibt, ist auch eine Sache. Aber trotzdem, diese Entwicklung, auch die Infrastruktur ist da. Die haben in vielen Bereichen den Westen längst überholt. Das ist das eine. Also da ist schon eine extreme Dynamik. Der Aktienmarkt ist das andere. Wenn also jetzt die Regulierung der Tech-Konzerne weitergeht, sogar bis hin zur Zerschlagung oder zur starken Eingrenzung, was ich richtig finde. Also ich habe da vor 15 Jahren schon für, oder 10 Jahren schon hier im Westen für argumentiert. Das scheint noch nicht zu kommen. Also als Investor... Wird es bei uns irgendwann kommen? Im Moment sehe ich es nicht, weil bei uns eben diese Oligarchen, also Bill Gates oder ein Jeff Bezos oder auch ein Elon Musk, das sind in gewisser Weise moderne Oligarchen. Das sind Unternehmer, die haben natürlich ihr Unternehmen selber erarbeitet. Sie haben da tolle unternehmerische Arbeit geleistet, aber sie haben schon die den Einfluss von sehr, sind schon sehr mächtige Akteure am Markt, ist einfach so. Und die haben natürlich Lobbymacht. Und ich habe darüber vor 7, 8 Jahren auch viel geschrieben und war auch bei der SPD und anderen, die das Thema auch auf dem Schirm hatten. Einschränkung der Macht der Internetkonzerne war auch ein großes Thema bei den Demokraten in USA. 2015 habe ich noch am Sammelband mitgeschrieben, von Frank Schirmacher herausgegeben, technologischer Totalitarismus. Sigmar Gabriel war dabei, Matthias Döpfner, Juli C., Sascha Lobo, solche Leute, Martin Schulz. Also wie kriegen wir es hin, dass wir Google und Amazon und Facebook einschränken? 7 Jahre her. Nichts ist passiert, im Gegenteil, diese Konzerne sind mächtiger denn je. Und ich sehe nicht, was dringend notwendig wäre, dass wir ihre Macht beschneiden. Und weil sie so mächtig sind, traut sich mittlerweile auch kein Politiker mehr ran. Weil sie natürlich durch die Art ihrer Algorithmen greifen sie natürlich schon sehr stark in die Meinungsbildung ein. Es werden Dinge im Social-Media-Bereich weggeblendet. Also da ist ja schon ein sehr aktiver Einfluss dieser Konzerne. Ich will das mal so euphemistisch umschreiben. Klar, sie haben natürlich einen gigantischen Einfluss, also da braucht man nicht drum rumreden. Jetzt noch ganz kurz zum China-Thema. Zwei wichtige Sachen. Erstens, das ganze Geld, was da zuletzt rausgeflossen ist, wo fließt das aus Ihrer Sicht hin? Gibt es da Theorien, was wäre für Sie logisch? Also erster Impuls ist wahrscheinlich, dass man sagt, okay, in die USA oder vielleicht in andere Emerging Markets. Haben Sie da irgendwelche Sachen schon vernommen oder vielleicht auch eine Idee dazu? Sagen wir mal, so viel ist es dann auch nicht. Die Auslandsinvestitionen sind ja dann doch überschaubar, aber natürlich ist es ein Sümmchen. Und grundsätzlich, wenn wir uns jetzt in dieser Weltsystem-Crash-Situation, wie auch immer man die bezeichnen mag, also das alte System, die Ordnung, die 1944, 1945 entstand mit Bretton Woods und dann nachher mit den Institutionen, die also nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurden, mit den USA in der Vormachtstellung, wenn diese Ordnung sich auflöst und was Neues entsteht, zum Beispiel diese bipolare Welt. Das ist eine Zeit der Unsicherheit und da fließt das Geld eigentlich Richtung sicherste Häfen, sicherste Investments, also wenig nach Europa, eher in die USA, weniger in die Emerging Markets. Das sehen Sie auch an den KGVs der Märkte. Also Brasilien hat als Markt irgendwie ein 6er, 7er KGV. Russland hat ein 4er KGV. Okay, das ist auch klar irgendwo. Aber in solchen Zeiten geht das Geld in die sicheren Häfen. Jetzt vielleicht kurz mal zusammenfassend, was da auf uns zukommt unterm Strich. Also wir haben diese Blockbildung, also Russland, China, die sind für Sie jetzt quasi fest verbandelt oder ist das eher so eine Zweckgemeinschaft? Ja, es ist eine Zweckgemeinschaft. Ich meine, Putin muss natürlich auch aufpassen, dass er nicht von der Seite geschluckt wird. Klar, aber dadurch, dass eben diese starke Konfrontation da ist, muss Russland sich Richtung China orientieren. Ich meine, eine Beispiel deutscher Selbstüberschätzung war ein Bundestagsbeschluss, als es darum ging, Waffen in die Ukraine zu liefern. Und in dieser Beschlussvorlage, die ist relativ lang, steht dann auch in 2, 3 Passagen, wir werden sehr genau beobachten, wie sich China verhält. Ich meine, da schätzt sich der Bundestag etwas sehr hoch ein, wenn er da im Rahmen der Waffenlieferungen an die Ukraine auch noch eine Warnung an China sozusagen versteckt. Vor allem, weil wir von China sicherlich mehr abhängig sind als China von uns.
Das ist ja auch, ja. Dagegen ist ja Russland noch, Kindergeburtstag ist vielleicht ein unangemessenes Wort, aber wir sind ja sehr abhängig von China. Das ist ja auch eine Falle, wo mittlerweile viele drüber reden. Jetzt haben wir das Thema mit dem Hafen, wo jetzt eigentlich die ganze Welt oder zumindest ganz Deutschland gesagt hat, sollte man vielleicht nicht machen. Geheimdienste haben gewarnt. Also sind wir da gerade auf dem Weg, wirklich jetzt diesen Russland-Fehler nochmal zu wiederholen, aber halt jetzt Faktor 10 mit China? Nein, ich finde es richtig, weil... Okay. Kein Mensch darüber spricht, wie stark abhängig wir von den USA sind. Mhm. BlackRock als größter Aktionär in fast allen DAX-Konzernen. Ich durfte 3-4 Mal zu anderen Zeiten Kronzeuge bei der ARD sein für Dokus über BlackRock, wo man also die Macht dieses Konzerns besprochen hat. Und der europäische oder deutsche Statthalter ist ja jetzt CDU-Chef. Also das ist ja nur ein Beispiel, wie extrem mächtig Amerika ist in Deutschland. Und für einen Olaf Scholz, dem bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, als irgendwo auch Einfluss von der anderen Seite zuzulassen, dass nicht alles von der einen Seite abhängt. Wir kappen unsere Energieversorgung durch Russland und dann kaufen wir in Katar, wo die Menschenrechtssituation sicherlich mindestens so schlimm ist wie in Russland, kaufen wir das Gas ein. Also da wäre schon die Idee, das mit dem Hafen wird jetzt hochgepusht. Eigentlich, warum kann ein reiches Land wie Deutschland nicht seine Infrastruktur selber bezahlen? Wir sind ja immer noch Netto-Sparnation. Aber ansonsten, wenn wir schon offen sind, dann in beide Richtungen, würde ich sagen. Sind Sie dann auch gegen die Nation, ist das falsche Wort, gegen die Sanktionen? Das ist ja eine Diskussion, die ist jetzt wahrscheinlich eh schon müßig, denn ob Putin jetzt noch Gas überhaupt liefern würde, das ist ja auch höchst fraglich. Also das wird ja oft so dargestellt nach dem Motto, ach, wenn wir jetzt die Sanktionen zurückfahren würden, dann wäre wieder alles gut. Also das ist ja wahrscheinlich eine sehr verfahrene Situation, die sich jetzt auch nicht über Nacht wieder zurückdrehen lässt. Ist ja auch einiges passiert. Aber wie stehen Sie dazu? Also wie schätzen Sie sich das Ganze an? Ich würde sagen, er liefert wieder. Es gab ja auch diesen Deal. Glauben Sie? Es gab ja auch diesen Deal um die Weizenlieferungen. Also es liegt ja viel Weizen oder Getreide in der Ukraine fest. Und da hat man einen Deal gemacht, dass das doch exportiert werden kann, auch über das Schwarze Meer. Der zweite Teil des Deals ist allerdings vom Westen nicht eingehalten worden, denn das hieß, wir liefern auch wieder oder es dürfen wieder Düngemittel von Russland exportiert werden. Und das wird immer noch blockiert, deswegen stockt das alles. Also Russland sucht Möglichkeiten, wieder ins Gespräch, ins Geschäft zu kommen. Ich glaube, das würde man machen. Der Putin ist da ganz nüchtern. Aber das ist Spekulation. Mhm. Grundsätzlich bin ich natürlich gegen diese Sanktionen, war ich schon immer. Und wenn wir von Wandel durch Handel sprechen, Annäherung durch Handel, dann ist es schlecht, alles zu kappen. Diese Sanktionen sind auch asymmetrisch konstruiert. Die Hauptkostentragenden sind Deutschland und Österreich, weil wir tatsächlich den Handel stoppen in bestimmten Warengruppen, in vielen Warengruppen. Die Amerikaner haben es smarter gemacht. Die handeln weiter, sanktionieren aber einzelne russische Personen. Also da sind die Sanktionen personenbezogen. Das stört. Ansonsten machen sie weiter ihre Geschäfte. Also jetzt haben sie auch beim Öl gesagt, jetzt machen wir da auch einen Cut. Aber ansonsten läuft da viel weiter zwischen USA und Russland. Das ist ja das Verlogen oder Paradox oder pervers an dieser Situation. Also, dass das alles teilweise absurd ist und dass die Sanktionen uns wehtun, ich glaube, das sind Fakten. Aber jetzt gibt es natürlich viele Stimmen, die sagen, wenn wir Putin nicht stoppen, jetzt mal ganz vereinfacht, dann wird er weitermachen. Wie sehen Sie das? Überhaupt nicht. Putin ist ein Machtmensch, er ist brutal, es ist ein Angriffskrieg, es ist natürlich ein illegaler Krieg. Aber Putin ist ein Realist. Also er ist ja auch, wie gesagt, er war KGB-Mann, er ist da durch den Apparat hochgekommen, so wie Xi Jinping. Ein Realist. Klar, jetzt ist er lange schon Präsident, dann hebt man auch vielleicht ein bisschen ab. Aber im Großen und Ganzen, er hat mal vor Jahren gesagt, als es um die Macht russischer Einflussnahme und Geheimdienste ging, Leute, wir haben doch gar nicht die Macht wie die CIA, wie die Amerikaner. Wir sind 120 oder 140 Millionen, die Amerikaner sind 350 Millionen. Also unsere Apparate sind doch viel, viel kleiner. Das russische BIP ist niedriger als das deutsche. Also ich glaube, er hat sich das mit der Ukraine einfacher vorgestellt. Da hat er sich sicherlich verschätzt und verkalkuliert. Aber meine Lesart wäre, und Elon Musk hat es ja ähnlich getwittert, hat ja auch genug Gegenwind dafür bekommen. Ich würde sagen, er hat auch ordentlich auf die Mütze bekommen. Ja, aber ich habe ja auch dann was getwittert. Ich habe gesagt, Elon Musk ist derjenige Mensch, als einzelner Mensch, der als meisten dazu beigetragen hat, dass die Ukraine nicht überrollt wurde.
Das hat kein Zelensky und nicht der ukrainische Armeechef, sondern Elon Musk war der Mensch, der Warum? Als Einzelperson. Ja, weil schon vor der Invasion, die Geheimdienste wussten ja, dass da vielleicht was im Busch war, haben es zumindest befürchtet. Man hat also schon vor der Invasion angefangen, Starlink-Terminals zu sammeln. Und so, also sofort, als es losging, waren da 5000 Starlink-Terminals in der Ukraine. Putin, Musk hat das bis heute kostenfrei zur Verfügung gestellt. Und nur mit diesen Terminals konnte also die Ukraine an der Front schnelles Internet und präzises Internet haben für diese Javelins und die Panzerabwehrraketen. Das ist also wirklich, sie haben ja sehr effektiv die russischen Panzer abgewehrt. Sie haben auch etliche russische Gefechtsstände ausgehoben, viele Generäle getötet. Also das waren Präzisionsschläge. Und ohne Elon Musk wäre die Ukraine überrollt geworden, gewesen. Deswegen finde ich, dass man seine Vorschläge ernst nehmen sollte. Das habe ich dann auch getwittert, habe dann auch natürlich Gegenwind bekommen. Aber es ist eine verfahrene Situation. Ich bin derjenige, oder ich würde tatsächlich sagen, Putin kann seine, er hat natürlich jetzt alles auf diese Karte gesetzt, er kann nicht mehr komplett zurück. Aber ich glaube, wenn er einen Kompromiss bekäme, wo er halbwegs das Gesicht wahren könnte, dann wäre Schluss. Also es ist völlig illusorisch und auch hirnrissig so anzunehmen, dass Putin also gegen die NATO geht, solange. Ich meine, er kennt die Kapazitäten Russlands, die Moskwa ist gesunken, die Verluste Russlands sind brutal. Also jetzt ist immer das Problem, weil wir sagen immer, ja, gesichtswahrende Lösung für Putin. Jetzt ist die Frage, ob man, ob es überhaupt eine gesichtswahrende Lösung geben kann oder ob man hier immer sagt, ja, okay, der muss weg und dann kann man vielleicht mit Russland wieder in den Dialog kommen. Also spielt man ihm damit nicht wieder in die Karten, dass man sagt, okay, ja gut, gesichtswahrende Lösung. Ich weiß, was Sie damit meinen, aber ist das nicht zu billig? Ja, der muss weg. Ist das nicht zu arrogant oder zu... Das ist ja beantwortet. Ich meine, wir haben das ja im Irak gemacht, der muss weg, der Saddam, und wir haben das Land ins Chaos gestürzt. Ich glaube, insgesamt fast 1 Million Tote. Wir haben eine Brutstätte des Terrorismus da entwickelt. Also das ist schon sehr anmaßend, wenn wir sagen, wir mischen uns da ein, wir wollen irgendwo Regierungen weghaben. Das steht uns eigentlich nicht zu, zumindest nach klassischer Lesart der internationalen Beziehungen. Aber natürlich kann man auf der Position. Ja, es ist hochkompliziert, wobei man kann auch sagen, es ist natürlich auch anmaßend, in ein anderes Land einzumarschieren. Klar, das ist natürlich ein Problem, das lässt sich jetzt nicht mehr rückgängig machen. Zum Thema Einmarsch, was viele eher noch befürchten, ist das Taiwan-Thema. Wie realistisch ist das? Also es steht ja auf der Agenda, das ist ja kein großes Geheimnis, dass das irgendwann passieren soll. Ob es kommt, weiß kein Mensch. Und vor allem die Frage ist natürlich, wann. Also ja, aber es wird natürlich immer wieder diskutiert und wäre für die Börse natürlich auch, Thema Chiphersteller und Co., sicherlich schwierig und für die ganze Weltwirtschaft natürlich. Ja, dann ging es Richtung Weltkrieg. Ich meine, es wird ja auch da... Die Amerikaner haben ja auch schon Stellung bezogen dazu, also zumindest verbal, dass sie eingreifen Amerikaner, würden. Ja, die Amerikaner wenden sich da aber von lang erarbeiteter Doktrin ab, also unter Nixon und Kissinger, mit der Öffnung Chinas, die ja unter der Regierung Nixon-Kissinger erfolgte, Anfang der 70er. Das war auch richtig aus meiner Sicht. Damals gab es ja die Sowjetunion noch. Man wollte also ein Gegengewicht aufbauen. Jetzt ist China so groß, aber die Idee war, wir haben ein Land, zwei Systeme. Das war auch von den Amerikanern mit den Chinesen als Kompromiss ausgehandelt. Es gibt also keine Anerkennung Taiwans. Es gibt auch keinen Botschafter und so weiter. Wir haben keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. Ihr lasst Taiwan in Ruhe und wir haben aber die Sprachregelung, dass es ein Land ist, es ist China. Und das war sozusagen eine komplizierte Lösung, aber eine gesichtswahrende Lösung zwischen den beiden Regionen. Jetzt legen beide Seiten kräftig drauf und ich würde sogar sagen, die Amerikaner gießen hier mehr Öl ins Feuer als die Chinesen, aber Xi Jinping ist natürlich auch, hat auch gesagt, er will da Fortschritte haben und das ist hochgefährlich. Und andererseits muss man sich fragen, was eine amerikanische Flotte im südchinesischen Meer zu suchen hat. Also das heißt nun mal südchinesisches Meer. Also es ist, Weltpolitik ist ein komplexes Thema, aber es ist hochgefährlich da. Also wird auch wahrscheinlich jetzt nicht so schnell verschwinden aus den Schlagzeilen. Aber nochmal, wie gesagt, Konsequenz für uns all dieser Dinge. Es geht dann auch letztlich um die Investmentkonsequenzen. Wir haben diese extreme Umwälzung in der Welt. Wir haben die Gefahren, heißt, wir beschränken uns
auf Investments überwiegend aus der westlichen Hemisphäre. Also politische Risiken haben wir gerade mit Gazprom gesehen, was eigentlich ein Bombeninvestment gewesen wäre, hätte, wärste und wäre und so weiter. Ist natürlich dann im Nachhinein immer so eine Sache. Das heißt, Beschränkung auf die eigene politische Sphäre und Beschränkung auf relativ einfache Ideen, Unternehmen, die in dieser Situation auch gute Chancen haben, durchzukommen. Und ich halte mich dann immer fest an John Maynard Keynes, der den Fonds von King's College gemanagt hat zwischen 1927 und 1945. Waren ja auch keine ganz einfachen Jahre. Da hat er 460% plus gemacht, während der englische Aktienmarkt parallel oder seitwärts lief, plus minus null. Und man kann auch in solchen Zeiten Geld verdienen. Und die Konsequenz daraus, also wenn wir jetzt diese Blockbildung haben, Konflikte, Kriege, wie auch immer, weniger Wachstum, weniger Globalisierung, also unterm Strich werden wahrscheinlich alle verlieren. Oder kann es überhaupt Gewinner geben dann? Außer Einzelunternehmen sicherlich, klar. Ja genau, es gibt auch in solchen Situationen Einzelunternehmen, die wachsen auf Kosten von anderen, aber die Welt wird erstmal ein Stückchen enger. Als ich 2006 in der Crash kommt, gesagt hat, dass die Globalisierung irgendwann in den Rückwärtsgang geht, weil es immer so gewesen ist. Das war natürlich eine sehr gewagte These damals, weil damals die Globalisierung quasi als Naturgesetz galt. Es wird alles immer globaler, es geht immer weiter, aber so ist es nicht. Und auch wenn man sich die Geschichte anschaut, und Ray Dalio hat es jetzt in seinem Buch auch bestätigt oder auch geschrieben, nehmen Sie die Renaissance, das war eine relativ globale Zeit mit Austausch der Eliten, und dann hatten wir die Reformation, wo es dann die Rückbesinnung auf die eigene Region war. Und sowas haben wir jetzt auch auf einer globalen Ebene, also Blockbildung, Westen, China, ein bisschen was dazwischen. Das wird wohl die Realität sein. Jetzt wollen wir noch über Inflation und Co. sprechen. Ist ja spannend, wenn ich Sie heute schon mal hier habe. Es gibt viele Themen. Ich hoffe, es wird nicht zu lang. Jetzt wollen wir noch über die Inflation sprechen, genau. Vorher vielleicht noch Thema Finanzkrise. Also das haben wir auch schon miterlebt. Machen Sie sich da jetzt auch Sorgen? Wir haben die Spannungen gesehen in Großbritannien. Wir haben jetzt diesen Zinsschock. Wir haben diesen starken Dollar, der ja auch auf vielem lastet. Also ist das eine Gefahr, die vielleicht momentan sogar unterschätzt wird, weil wir eben diese Ablenkungen, sag ich jetzt mal, haben, die alles überschatten, wie Russland und Co. und die Ukraine? Ja, die Finanzmärkte können einfrieren. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir auch dann weitermachen. Wir gehen dann Richtung Staatswirtschaft. Wir bekommen vielleicht sogar Zuteilung oder Kredite. Also es war ja schon ein bisschen in der Covid-Krise so. Da ist ja die Wirtschaft in gewisser Weise eingefroren, oder wir hatten Quarantäne, wir hatten Lieferkettenbeschränkungen. Wir haben all das gehabt. Wir sind aber ganz gut durchgekommen, weil wir eben massive Beihilfen gemacht haben. Daniel Stelter hat das ja auch empfohlen. Also ich habe mich dem angeschlossen und gesagt, wir müssen eigentlich die deutsche Wirtschaft für ein Jahr komplett durchsubventionieren, dass einfach die Umsätze subventioniert werden, damit man durchkommt, damit nachher weiter produziert werden kann. Also das heißt, mit staatswirtschaftlichen Maßnahmen wird man irgendwie durchkommen. Man muss dann sehr genau auf die einzelnen Unternehmen schauen, welche für Aktionäre noch sinnvoll sind, wo man besser die Finger von lässt. Aber wenn es jetzt knirscht in den Finanzmärkten, müssen natürlich massive Staatsinterventionen kommen. Und die Staaten haben ja schon geübt. Sie haben ja schon in den letzten 15 Jahren immer mal wieder interveniert. Das Instrumentarium ist ja da. Also würde dann noch mehr Staatswirtschaft kommen. Also so wie 2008, das befürchten Sie jetzt aktuell nicht? Nein, weil man viel früher eingreifen würde. Man würde viel härter eingreifen. Das ist dann natürlich nicht mehr der Markt, das ist dann der Staat. Aber wir sehen ja, dass der Staat im Moment in vielen Bereichen sehr viel stärker eingreift. Ich habe vor kurzem auch eine interessante These von Russell Napier gelesen, der gesagt hat, ja, die Notenbanken sind eigentlich völlig impotent, weil die können die Zinsen natürlich anheben, aber wie Sie es gerade auch beschrieben haben, es kommt dann halt ein Wumms-Paket oder die Schecks wie in den USA. Es wird quasi, also die Fed oder die Notenbank ziehen Geld raus, die Staaten schieben es aber wieder rein. Also dass quasi die Notenbanken impotent sind und die Inflation dadurch auch nicht so richtig runterkommt. Ja, Russell Napier ist ein interessanter Denker, und er ist auch selber Manager, Fondsmanager und Analyst, und ich habe ihn auch mal zum Vortrag gehabt vor ein paar Jahren. Wir waren damals auch ziemlich intensiv im Austausch. Ich müsste ihn eigentlich mal wieder anschreiben oder ansprechen. Gut, dass ich es angesprochen habe. Danke, ja, man richtig, genau. Ja, man erinnert sich dann, dass das eine oder andere noch auf dem Zettel steht. Er hat damals in seinem Vortrag eine These gehabt, wo ich damals schon etwas skeptisch war. Nicht, weil ich es mir anders gewünscht hatte. Wir haben ja einen relativ hohen Anteil der Unternehmensgewinne am Volkseinkommen. Also das eine sind Löhne und Gehälter, und das andere sind Unternehmens-
kommen oder Gewinne, so Gewinne. Und er sagt, das geht natürlich nur, wenn ich eine sehr unternehmensfreundliche Gesetzgebung, Regulierung habe. Und er war damals der Ansicht, das kippt irgendwann, dann kommt die Demokratie wieder zum Vorschein, dann haben wir da mehr Umverteilung, dann kriegen die Arbeiter und die arbeitende Bevölkerung wieder ein großes Stück vom Kuchen und dann dreht sich da einiges. Bis jetzt hat sich da noch nichts gedreht. Vielleicht kommt das jetzt in der Krise, das wird man mal sehen. Wie sehen Sie denn die Inflation? Also jetzt haben Sie vorher schon mein Video angesprochen. Es ist natürlich einfach eine These. Es waren 10 Gründe, die ja auch eindeutig sind. Mhm. Das ist natürlich keine Garantie. Mhm. Und es ist natürlich auch fraglich, wie weit die Inflation runterkommt. Also in den USA zumindest deutet sich ja einiges an. Die Fed gibt ja auch richtig Gas. Die Zinsen werden jetzt wahrscheinlich auch noch erstmal weiter anziehen. Und wir haben halt manche Probleme nicht mehr, wie zum Beispiel jetzt teilweise die Chipknappheit, die zurückgeht. In Korea stapeln sich ja teilweise schon die Chips, die ja mal zwischenzeitlich knapp waren, Rohstoffpreise kommen zurück, Energiepreise auch. Also wie gesagt, Deutschland ist da, glaube ich, immer, das kann man schon sagen, eine unrühmliche Ausnahme. Wir werden wahrscheinlich noch mehr Probleme haben. Wie schätzen Sie die Inflation ein? Also wird sie fallen? Also 10% ist natürlich wirklich ein Wort. Das ist die höchste Inflationsrate, die wir hatten seit Bestehen der Bundesrepublik. Das kann ruhig sein, dass die mal fällt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir schnell zu Vorkrisenniveaus zurückkommen. Dann haben wir halt vielleicht mal 7% oder 5%. Auch in den 70ern war es ja so, dass es dann mal wieder zurückging. Dann kam der nächste Schub. Also bei den ganzen Umwälzungen. Die berühmten Wellen dann bei der Inflation. Ja, und wenn wir also diesen Blockbildungsprozess haben, dann werden ja einige Lieferketten sich weiter umorientieren. Da werden ja noch mehr Schocks im politischen System kommen. Also ich rechne schon noch, dass wir hier und da wie bei Fieber weitere Inflationsschübe auch bekommen. Ob das jetzt nochmal über die 10 steigt, weiß ich nicht. Es ist ja schon ein gigantischer Schock, aber dass da jetzt nachhaltig Inflationssätze wie zur Zeit der Great Moderation sind von 2, 3, 4%, das halte ich erstmal nicht für realistisch. Also das, wie gesagt, auch nochmal zur Klarstellung. Also meine These ist, dass es weniger wird, aber wie gesagt, nicht, dass sie natürlich verschwindet. Wir haben ja auch viele strukturelle Treiber, das kommt ja auch noch dazu, ob das jetzt die Greenflation ist oder Demografie und so weiter und so fort. Also ja, und wie Sie es schön beschreiben, die Lieferketten, das hat sich natürlich auch ein bisschen entspannt, aber die Frage ist natürlich, was da noch kommt, vor allem, weil China ja da immer noch mit Zero-Covid und so schwierig unterwegs ist. Die Schuldenreduktion, ist das vielleicht was den Staaten, die haben wir auch schon früher oft drüber gesprochen, vielleicht gar nicht mal so unrecht kommt die Inflation, weil man natürlich dann auch die Schulden so ein bisschen los wird. Richtig, also Inflation ist eine Möglichkeit, Schulden zu reduzieren, es gibt viele andere. Aber Inflation ist natürlich hochgradig unsozial und das hat, Sie haben ihn ja auch gelegentlich im Gespräch, Hans-Werner Sinn betont das ja auch immer und das wird viel zu wenig betont. Also Hans-Werner Sinn ist wirklich jemand, dem das Land, dem die Wirtschaft, dem die Menschen viel bedeuten, der auch unabhängig denkt und der betont es, Inflation ist unsozial, das muss man auch immer wieder betonen. Denn es trifft die Einkommensschwächeren, die fast alles oder einen Großteil oder ihr gesamtes Einkommen ausgeben. Wenn da die Lebensmittelpreise, die Mieten, die Energiepreise steigen, dann tut es richtig weh. Für Leute, die viel verdienen, ist das nicht so schlimm. Und aber trotzdem wird man wahrscheinlich diese Inflation erstmal nicht massiv bekämpfen, sondern man wird sie tolerieren. Jetzt haben Sie ja vorher Elon Musk zitiert. Der fürchtet ja teilweise sogar eine Deflation eher. Besteht nicht die Gefahr, dass die Fed die Wirtschaft so gegen die Wand fährt, dass wir dann wirklich am Ende in eine Rezession und vielleicht sogar eine Deflation rutschen, weil einfach die Leute gar nichts mehr kaufen können? Ich kann mir vorstellen, wenn es deflationär werden würde, dass man dann tatsächlich durch massive Staatsprogramme, also durch Konjunkturpolitik, durch Keynesianismus, durch Staatsausgaben gegensteuert und das Geld also sich einfach massiv verschuldet, auch vielleicht alte Schulden streicht, also dass die Staaten wirklich massiv eingreifen. Viele meiner Kollegen denken noch zu marktwirtschaftlich. Ich glaube, wir sind da an einem Paradigmenwechsel, wo der Staat tatsächlich wieder stärker in das Wirtschaftsgeschehen eingreift. Vor der Deflation haben sie alle Angst, also 33 Folgen oder 29 Folgen, da hat man eben noch gut im Kopf, trotz der mittlerweile doch fast verstrichenen 100 Jahre, ganz sind wir noch nicht da, aber fast. Ich gehe davon aus, dass man alle Anstrengungen unternimmt, auch nicht marktwirtschaftlicher Natur,
um so ein Szenario zu vermeiden, was nicht heißt, dass es nicht auch kommen kann. Es kann alles passieren. Also ich meine, grundsätzlich habe ich schon nach der Finanzkrise gesagt, die Welt ist auf einem schmalen Grat zwischen Inflation und Deflation. Also es kann wie so ein Wanderer auf einem Gebirgsgrat, der in beide Richtungen abrutschen kann. Jetzt sind wir seit Covid recht stark in der keynesianischen Politik drin. Jetzt sind wir in der Kriegswirtschaft, in der gefühlten, mit dem Manager-Magazin Cover Kriegswirtschaft. Das heißt, die Staaten sind immer mehr ermächtigt, tatsächlich in den Wirtschaftskreislauf einzugreifen. Da sind wir in der Situation, die dann Friedrich August von Hayek den Weg zur Knechtschaft nannte. Also eine Intervention zieht die nächste nach sich. Und man sieht es ja schon, dass wir irgendwo auf dem Weg in einen, möchte ich sagen, staatlich dominierteres System auch im Westen sind. Müsste der Gold eigentlich nicht durch die Decke gehen? Klar, höhere Zinsen, starker Dollar, aber das ist doch eigentlich ein Umfeld, wo Gold doch jetzt schon gefragt wäre, oder? Wir haben Gold, wir haben es natürlich auch in den Kundenportfolios. Wir sagen, das ist ein Standbein, also es ist die Absicherung oder es ist ein eher nicht korreliertes Asset. Wann das dann immer passiert, das ist die andere Frage. Letztes Jahr war gut für Gold, dieses Jahr tut sich nichts. Das hat man. Ich habe dann mal berechnet bei Gold, wie ist es mit dem jetzigen Preis inflationsbereinigt. Wenn Sie den einfach inflationsbereinigen, dann sind wir irgendwie nur noch 20-25% unter dem Hoch von 1980. Das wäre natürlich nicht sehr billig, weil das Hoch von 1980 eine absolute Blase war. Wenn Sie aber noch diese statistischen Tricksereien, die seit Mitte der 80er Jahre laufen, einbeziehen mit 2-2,5%, dann sind wir nur bei einem Drittel der alten Höchststände. Also von da ist da noch Luft. Wir würden Gold immer empfehlen als nicht korreliertes Asset. Man muss ein bisschen Geduld haben. Irgendwann kommt es dann eben, wie die Inflation, so Ketchup-mäßig. Aber das zu timen ist schwierig. Es hat natürlich ein bisschen Glanz verloren. Es ist nach wie vor das Krisenasset Nummer eins. Aber dadurch, dass unsere Transaktionen immer transparenter sind, immer mehr im Netz, immer mehr digital, dass immer mehr auch überwacht wird, muss man sagen, was Shoshana Zuboff von Harvard den Überwachungskapitalismus nannte, ist Gold nicht mehr ganz so fungibel und so anonym wie früher. Man kann immer noch viel damit machen, aber es hat ein bisschen eingebüßt, aber grundsätzlich bin ich positiv gestimmt für Gold. Jetzt haben Sie sich ja schon 2015, habe ich gelesen, Sorgen gemacht, um den Frieden in Europa auch. Da haben Sie gesagt, es ist wie nach Versailles 1919. Wohlgemerkt haben Sie 2015 gesagt. Bei Ihrem ehemaligen Arbeitgeber. Ja, genau. Bei Focus, genau. Oder Focus Online. Das ist jetzt 7 Jahre her. Also damals hat man vielleicht gedacht, ja okay, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wie auch immer. Jetzt hat sich einiges geändert. Machen Sie sich jetzt größere Sorgen? Machen Sie sich wirklich Sorgen auch, dass jetzt, ja, dass der Krieg vielleicht sich ausweiten könnte? Und dann ist die Frage, kann man eigentlich sein Geld noch überhaupt in Europa lassen? Also ich rede jetzt nicht vom Investieren in Europa, sondern muss man da vielleicht auch gewisse Vorsichtsmaßnahmen treffen? Also ich würde jedem, der es sich leisten kann, raten, was in Liechtenstein oder in der Schweiz zu machen. Das ist nun mal nicht in der Europäischen Union. Das sind wenig verschuldete Staaten. Liechtenstein hat null Staatsschulden. Sehr solide Banken. Liechtenstein ist ja ein winziges Land und damit auch ein bisschen unter dem Radarschirm. Hat ja auch eine funktionierende Industrie, also ist ja nicht nur so eine Finanzoase, sondern da gibt es ja Hilti und Vivoklar, so Medizintechnik, alle möglichen Industrieunternehmen. Also es ist ein kleines bürgerliches Ländchen, Ländle sagen sie auch dort, die Schweiz geht natürlich auch. Also ich würde schon jeden, der sich's leisten kann, raten, nimm ein bisschen was aus der EU raus. Jetzt wollen wir nicht hier die ganz großen Tipps geben, aber wie macht man das? Also fragen sich vielleicht viele, können wir jetzt morgen in die Schweiz fahren und dann ein Konto eröffnen? Das ist ja wahrscheinlich alles nicht so einfach, oder? Also wie setzt man das denn um als normaler Bürger? Im Prinzip, wenn Sie die Zeit haben, können Sie hinfahren, dokumentieren. Sie müssen die Herkunft des Geldes dokumentieren. Das sind mittlerweile auch die Schweizer und die Liechtensteiner Banken sehr genau dahinterher, dass da kein Schwarzgeld ist. Das muss man machen. Also Sie können nicht mit einem Koffer Bargeld dahin fahren und sagen, ich möchte das jetzt mal einzahlen. Das muss sehr genau dokumentiert sein. Aber sonst können Sie natürlich ein Konto eröffnen. Aber in Liechtenstein bei unseren Partnerbanken können Sie das auch sogar online machen. Also das geht. Genau, das ist schon mal gut. Also mit dem Koffer, dass wir das klargestellt haben. Nicht, dass dann alle sagen, oh, der Otto und der Lochner haben darüber gesprochen. Nein, wir wollen streng gesetzt. Wir sind gesetzeskonform, absolut.
Und das wollen wir auch sein. Und trotzdem ist es gesetzeskonform eine gute Idee, nicht alles in Deutschland zu lassen. Aber Sie haben gesagt, man könnte sogar online machen. Das ist ja auch spannend. Also zum Beispiel in Liechtenstein. Ja. Okay. Ist vielleicht ein spannendes Thema. Kann man vielleicht auch mal separat ein Video dazu machen. Wenn euch das interessiert, schreibt es gerne mal in die Kommentare und gebt mal Daumen nach oben. Ich hoffe auch für Herrn Otte, wenn ihr ihn auch in Zukunft wiedersehen wollt, wenn euch das Gespräch gefällt. Jetzt noch die Frage, ganz kurz über Deutschland würde ich gerne mit Ihnen noch sprechen. Jetzt sind Sie ja leider nicht Bundespräsident geworden. Jetzt stellen wir uns mal vor, Sie wären Bundeskanzler. Was würden Sie jetzt anpacken? Was wäre wichtig aus Ihrer Sicht? Ja, ich hätte ja dann einen äußerst unbequemen Koalitionspartner namens die Grünen. Also ich würde natürlich ich würde die Politik meines Koalitionspartners so nicht mittragen wollen. Also die Energiewende in dieser Stärke nicht. Und selbst die Grünen müssen ja jetzt angesichts des Krieges da zunächst einmal zurückrudern. Also wir können mit dieser Energieverteuerung nicht leben. Deutschland ist eben in vielen Zwängen drin. Wäre bei dieser Sanktionspolitik kritisch. Man sieht das ja auch, dafür kriegt die SPD ja auch genug Prügel, dass sie dass es da doch etliche gibt, die einen starken Friedenskurs anmahnen gegenüber Russland, also Stegner und so weiter, sind da eher aus der SPD-Linken, die das anmahnen. Also erstmal möchte ich festhalten, dass man als Bundeskanzler in einer sehr, sehr diffizilen Lage ist. Man hat also von allen Seiten Druck. Ich habe sogar meine Dissertation damals über die Veränderung der deutschen Außenpolitik nach der Wiedervereinigung, oder gab es da welche, oder in welche Richtung hat sich das verändert? Das war so ein Thema dieser politökonomischen Dissertation. Also so einfach ist es nicht, da was anders zu machen. Energiepolitik anders, Sanktionspolitik anders. Man müsste den Mittelstand entlasten, da sprechen viele drüber, es passiert aber nichts. Also es gäbe so viele kleine Schritte, die man anpacken müsste. Bundeswehr wieder stärker auf den Verteidigungsauftrag ausrichten, überhaupt wieder verteidigungsfähig machen. Die ist ja nun wirklich von Ursula von der Leyen ruiniert worden, die Bundeswehr. Das kann man nicht anders sagen. Ich kenne ein paar Insider. Also es gibt viele Dinge, aber wie gesagt, die Einflussmöglichkeiten eines Bundeskanzlers sind trotz seiner Richtlinienkompetenz natürlich sehr beschränkt. Er muss auf seine Koalitionspartner achten und so weiter und so fort. Jetzt kritisiere ich die Grünen auch gerne und ich glaube, das ist auch durchaus berechtigt. Aber jetzt muss man eins auch mal fairerweise sagen, oder? Ihre alte Liebe, wenn ich es mal so nennen darf, die CDU, die Union, die hat schon auch viel verbockt, oder? Also so lange sind die Grünen jetzt noch nicht im Amt. Also die müssen auch, oder jetzt die Ampel generell, die müssen schon auch viel wegschaufeln, oder, was Frau Merkel und Co. verbockt haben. Ich sehe es ja an der jungen Generation. Die grünen Ideen, die ich nun gar nicht teilen kann, da müssten wir ganz tief reingehen, sind aber natürlich sehr mächtig. Das ist der Zeitgeist. Und Frau Merkel hat sich diesen Ideen, also Merkel hat mit der Energiewende, Röttgen war ja da auch mit Vorreiter 2011, haben sie im Prinzip natürlich schon eine grün-schwarze Politik gemacht in Vorbereitung einer grün-schwarzen Koalition. Jetzt haben wir eine Ampel. Aber diese grüne Gedankenwelt ist sehr wirkmächtig und sie hat tief die anderen Parteien beeinflusst. Jetzt sind Sie ja nicht mehr in der CDU. Sehen Sie die Partei auf dem falschen Weg? Also jetzt waren Sie ja eine konservative Stimme, Werteunion und Co. Wie sehen Sie die Entwicklung? Und vor allem, warum können Sie da keinen Einfluss mehr nehmen? Das wäre ja vielleicht auch durchaus sinnvoll gewesen. Denn viele sehen die CDU ja auf dem falschen Weg, einfach zu links, austauschbar. Das ist ja die Frage. Also als ich die Werteunion geleitet habe, zwischendurch wurde ich schon mal als Politiker identifiziert, bin ich ja nicht. Ich war ehrenamtlich, habe ich den Verein 8 Monate geleitet. Das war nicht ganz einfach, da war auch Arbeit und Führungskompetenz gefragt. Das lief aber in der Zeit ganz gut. Dann habe ich die Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten gehabt und jetzt bin ich raus. Also ich habe 8 Monate lang ehrenamtlich nebenbei Politik betrieben, neben meinem Hauptberuf. Und das war's. Jetzt bin ich wieder Investor, einzig und allein, und bin Unternehmer. Aber es war ja nicht erst zu meiner Zeit als Vorsitzender der Werteunion so, dass man nichts in der CDU von der Werteunion wissen wollte. Elmar Brok hat vor meiner Zeit, da war Alexander Mitsch noch Vorsitzender, hat er die Werteunion als Krebsgeschwür bezeichnet. Also eine unsägliche Sprache. Ich meine, wenn man Elmar Brok seinen Lebenslauf sieht, der war 30 Jahre Lobbyist in Brüssel und dann eine
ein Verein engagierter CDU-Mitglieder bürgerlich durch und durch als Krebsgeschwür zu bezeichnen, ist schon ein hartes Stück. Aber das heißt, die CDU wollte von diesem Korrektiv eigentlich auch gar nichts wissen. Mhm. Wir waren sozusagen das ungeliebte, illegitime Kind und man hat möglichst versucht, sich nicht mit uns zu beschäftigen. Jetzt würde ich den Elefanten im Raum noch kurz ansprechen. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht im Vorfeld, weil wir natürlich hier in erster Linie über das Investieren sprechen, aber trotzdem diese Bundespräsidentenaufstellung in Verbindung mit der AfD, also quasi Kandidat der AfD, das ist auch nochmal wichtig, dass wir sagen, Sie sind parteilos, Sie sind kein AfD-Politiker, sondern Sie haben sich quasi nominieren lassen oder wenn das die korrekte Bezeichnung ist, dafür haben Sie auch ordentlich auf die Mütze bekommen. Ich wollte das jetzt nicht zum großen Teil des Videos machen, weil es jetzt für mich grundsätzlich nicht so wichtig ist und wir über andere Dinge sprechen wollten, aber ich finde es dann auch gut, es anzusprechen, allein schon, um dann Kommentaren vorzugreifen, die dann vielleicht denken, oh, das hat der Lochner jetzt mitbekommen und wen lädt er denn da ein? Also ich sehe das auch kritisch, das sage ich ganz offen und ich frage mich auch, ja, was hat das denn jetzt gebracht? Das weiß man vielleicht in 5 Jahren. Also ich habe natürlich gewusst, erstmal bin ich nicht, obwohl das in den Medien immer so gesagt wird, bin ich nicht Kandidat der AfD, sondern Kandidat für das Amt. Aber nominiert, von. Wobei auch das steht nicht im Grundgesetz, dass die Partei die Kandidaten nominiert, sondern die Bundesversammlung oder Mitglieder der Bundesversammlung nominieren die Kandidaten. Also in der Praxis ist es dann so, dass tatsächlich Parteien ihren Kandidaten vorschieben, aber das war nicht so vorgesehen vom Grundgesetz, sondern im Grundgesetz war vorgesehen, er wird in freier und geheimer Wahl von der Bundesversammlung gewählt. Die Qualifikation für das Amt, er muss oder sie muss unbeleumdet sein und 40 Jahre alt sein. So, das war's, das steht im Grundgesetz. Es sollte also bewusst bürgerlich gehalten werden, dass die Parteien auch diesen Prozess an sich gerissen haben in der tatsächlichen Staatspraxis. Das ist so, deswegen wurde dann auch gesagt, Kandidat der AfD und so weiter, aber es ist eigentlich schon eine Entgleisung der Idee des Grundgesetzes. Und die eigentliche Frage sollte ja sein, ist er für das Amt qualifiziert, was für Ideen bringt er mit? Das ist ja die Frage, die eigentlich im Vordergrund stehen sollte. Aber Sie wussten doch trotzdem, im Endeffekt wussten Sie doch, dass Sie dann richtig einen auf die Mütze kriegen. Ja. Das war ja keine Überraschung. Das war dann noch mehr, als ich dachte. Also ich wusste natürlich, dass es richtig Gegenwind gab. Es gab dann noch deutlich mehr. Das zeigt aber auch, dass ich da mit dieser Kandidatur vielleicht in eine Praxis reingestoßen bin und was aufgewirbelt habe, was mal aufgewirbelt werden musste. Das ging dann hin bis zu, ich komme gleich nochmal zurück zu den Motiven, ging dann bis zur Falschberichterstattung, dass ich also weniger Stimmen als die mich nominierende Partei gehabt hätte. Das ist nicht richtig. Die AfD hatte 151 Wahlmänner und Frauen, aber 133 waren nur in der Versammlung. Ein paar wurden nicht reingelassen wegen Covid-Tests und so weiter. Und ich habe 141 Stimmen gehabt. Ich habe also 7 aus anderen Parteien gekriegt. Das ist schon mal Fakt. Also das wurde falsch berichtet. Steht auch falsch bei Wikipedia. Aber also bis hin zur Falschberichterstattung habe ich halt ziemlich viel drüber gekriegt. Aber ich fand es wichtig zu sagen, diese Totalausgrenzung darf nicht sein. Und ich fand es peinlich, dass meine Partei, die CDU, die größte Oppositionspartei es nicht geschafft hat, einen Gegenkandidaten aufzustellen. Und ich habe gesagt, ich möchte dann bitte, dass es eine bürgerliche Alternative zu Frank-Walter Steinmeier gibt. Ich habe das auch verstanden. Ich finde das auch gut, das Verbindende, das haben Sie ja betont. Und ich will auf diesem Kanal auch, ich will natürlich nicht alle zu Wort kommen lassen, da sage ich ganz klar, da gibt es auch, glaube ich, einige Personen in der AfD, die würde ich niemals interviewen, die würde ich niemals auf diesem Kanal haben wollen, da will ich mich auch klar davon distanzieren. Trotzdem das Verbindende, deswegen war mir das auch wichtig, mit Ihnen zu sprechen, weil ich Sie sehr schätze und weil ich auch diesen Ansatz grundsätzlich schätze. Sie haben gesagt, wenn andere totalitär werden, dann bleiben Sie Demokrat, was ich grundsätzlich gut finde, aber es ist halt das Problem, die Meutens und Co.s sind ja ausgetreten, weil sie sagen, ja, ich zitiere Herrn Meuthen, ich sehe ganz klar totalitäre Anklänge. Also die AfD ist doch auch nicht die Lösung, oder? Das ist doch schon auch, da gibt es doch sehr viele Personen und Strömungen, die gefährlich sind, oder? Was ist die Lösung? Die AfD, die CDU, die SPD, die FDP? Gut, das ist die Frage. Wir haben Pluralität. Natürlich gibt es da Personen und Strömungen, die man nicht haben will, wobei etliche davon ja rausgeflogen sind. Das ist ja nicht, da gab es ja doch einige Ausschlussverfahren. Und wenn Meuthen das sagt, Meuthen hat da auch ein bisschen sein eigenes Geschäftsmodell drauf gebaut, andere auszuschließen. Also ich habe ein bisschen hinter die Kulissen geschaut und sag mal, dieses
Austreten von Meuthen hat tatsächlich, war meine Kandidatur auch mit ein Auslöser, weil ich möchte da jetzt auch nicht zu tief reingehen, nee, aber genau, Schein und Sein sind in der Politik eben auch und auch gerade bei Herrn Meuthen gibt es da zwei Ebenen und mehr möchte ich dazu aber auch nicht sagen. Alles gut. Also ich glaube, wir haben hier ein gutes verbindendes Element heute geschaffen in diesem Video und wie gesagt, mir ist das sehr, sehr wichtig, auch nicht alle, aber sehr, sehr viele Stimmen und Meinungen zu Wort kommen zu lassen. Und ich glaube, das war heute ein perfektes Beispiel und ein sehr, sehr spannendes Interview. Herr Otte, herzlichen Dank. Ja, ich bedanke mich. Und ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr gebt einen Daumen nach oben. Und ich glaube, wir haben einigen Stoff zum Diskutieren und zum Kommentieren geliefert. Danke euch fürs Zuschauen. Herzlichen Dank Ihnen. Alles Gute. Wir sind jetzt raus. Ciao.